herzlich willkommen zu einem erneuten Livestream auf meinem Kanal. Inzwischen die dritte Folge Minecraft Mystery. Mit dem Himmelauge. Ich weiß gar nicht, ob die Musik bei mir zu hören ist. Moni, nimm mal bitte mein Handy. Ja, ist es. Und passt so, oder? Ja, und passt so, ja? Also tonmäßig. Ja, das ist perfekt so. Gut. Gib einen Daumen nach oben. Ja, stell mal Musik. Stell mal Musik ein, ohne sie zu hören. Ja. Hört man Himmel auch? Warte mal. Nein. Okay, komm mal sofort. Wird lauter? Musik ist dann immer noch zu hören und er auch, ja? Ist er genauso laut wie ich? Na, jetzt ist er mir nicht da. Aber gut, dann habe ich hier mir jetzt noch ein bisschen höher gedreht und dann geht das schon. Jo, wir sind gerade auf der Suche nach Endermännern. Diesmal sage ich nicht, was ich vorhabe, weil ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt dazu kommen werde, wieder mal das zu tun, was ich wollte. Hört man den Fernseher von dir? Gut. Also, ist mal ein bisschen offen, was wir heute machen. Vielleicht machen wir was Gescheites. Vielleicht sterben wir auch einfach nur. Denn der Hotti steht auf Sterben, wie ihr eigentlich schon wisst. Und an den Todespunkten erkennen könnt. Jo, das Modpack ist inzwischen abgedatet worden. Meine Big Super Rüstung ist verschwunden, die gibt's nicht mehr. So, was gibt's sonst noch zu sagen? Es sind ein paar neue Sachen dazugekommen. Jo. Interesse hat zu wissen, welche Musik gerade läuft, um im Stream wird angezeigt, welcher Titel und von wem das ist. Dachte ich mir, machen wir mal, weil schon mehrmals die Fragen kamen, von wem ist das eigentlich. Ganz viele Enderperlen. Hallo. Hallo. Wir sollten langsam den Weg ins End finden, ey. Warum? Ja, weil hier echt wenig Endermänner spawnen. Bist du doof? Bei mir standen gerade 3 Stück. Ja, ich bin doof. Ich bin gerade 800 Blöcke von dir entfernt. Ja, die standen ja auch gerade noch hier. Jetzt nicht mehr. Ja, das ist super. Vor allen Dingen gerade. Wie gesagt, ich bin 800 Blöcke entfernt. Du sagst jetzt immer gerade. Ja, wie ist das gerade zu leise? Warte mal. So.
gibt's nichts Enderman. Und auch nichts Enderfrau. Ich muss gerade mal gucken, ob ich die Abos-Button da oben zu groß gemacht habe. Du hast ja dein jetzt immer noch nicht geändert. Was? Dein Thumbnail. Nee, ich werde mich morgen hinsetzen und einen anderen machen. Boah, ich finde meins sogar eigentlich. Obwohl das so einfach gemacht ist, aber ich finde es cool. Ja, meins gefällt mir noch nicht so. Ey, geil, ne? Ich schreibe in meinem Titel Minecraft Mystery Hashtag 4. Auf dem Thumbnail steht Hashtag 1. Läuft bei dir. Warte, eigentlich wollte ich gucken. Wie viele Herzen hat eigentlich so ein Zauberer? Intimate hat von mir verdammt viele Clips gemacht, ne? Echt? Ja, auf Twitch. Ich wusste gar nicht, dass ich Clips habe. Oder passt aber gut. Gut, ich wäre dann wieder mal tot. Der Zauberer hätte mal froh sein sollen, damit ich ihn retten wollte. Also ich wollte ihn töten, aber er ist in Treibsand verborgen gewesen. Und als Dank hat er mich getötet. Boah, es gibt eine Sache, die mich aufregt, ne? Dass die Minimap so rumbackt. Also bei mir geht sie gerade wieder. Ne, bei mir pixelt die ganze Zeit. Kann ich nicht sagen, also momentan gerade nicht. So, jetzt ist er weg, der Zauberer. Oh, dieser Grabstein backt den Nerv voll. Ich hoffe, das beheben die bald. Ist kein Bug. Warum ist das kein Bug? Hä? Warum ist das kein Bug? Der Rallis hat gesagt, die haben zwar noch eine Mod hinzugefügt, die noch einen Grabstein erzeugt. Ich weiß nicht, wo, warum. Ja, das wollte er mir vorhin auch erklären, aber das finde ich ein bisschen hirnrissig, wenn die das machen würden. Ja, genau, das habe ich ja so gerade gesagt. Reicht ja, wenn ein Grabstein. Spawn. Ich meine, wenn sie jetzt eine Mod gemacht hätten, wo die Leiche liegen bleibt zum Beispiel, das würde ich vielleicht auch noch feiern. Und dafür die Grabsteine rausgenommen hätten. So ein toter Hot hier oder so, wäre schon ganz lustig. Na gut, jetzt wird's Tag, jetzt finde ich so lecker so kein Enderman mehr. Ey, weißt du, was mir gerade. Okay, jetzt geht's wieder. Hä? Ich bin wieder abgehakt. Nö. Doch, im OBS. Achso. Jetzt übersteuere ich aber, ne? Bei mir nicht. Okay, ja gut, dann kann ich das so lassen. Gut, ich meine, ich kann dich auch einfach wieder leiser drehen, ne? Der Vorteil. Ja, das heißt ja nicht. Der Vorteil ist ja, dass du jetzt der. Ach, das ist ein Himmel. Da ist ein Enderman. Bleib stehen. Mann. Ja, den wollte ich auch gerade. Oh. Warte, der ist da unten. Unter dir, Hotti. Alter. Du Scheißding. Wo ist denn der Ding jetzt hin? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Hä? Ah, da hinten. Oh. Da oben. Es ist unten. Ey, der will uns. Wo sind jetzt denn wieder? Hallo, Enderman! Mein Freund, wo bist du hin? Warte mal, ich höre mich an, ob ich voll übersteuern würde.
Ah, du bist auch gerade richtig laut. Ja, deswegen, ich muss gerade gucken, dass ich. Aber das geht aber voll klar eigentlich. Okay, noch Das alles. geht richtig gut klar gerade. Na, wenn du immer die richtigen, So. wenn du immer die richtigen Einstellungen hast, dann geht das ja auch. Ja, gerade geht eigentlich relativ gut. Also, ich finde, ich übersteuere nicht, ich höre mich klar an. Was will man mehr? 10 Millionen auf dem Konto. Ja, 10 Millionen Abos, 10 Millionen Aufrufe, 10 Millionen Geld auf dem Konto. Hatte der Enderman ist tot. Ich habe ihn auch nicht mehr wiedergefunden. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Also ich habe ihn noch ein, zwei Mal gesehen und dann war er weg. Gut, der hat sich bestimmt irgendwo in Höhle verborgen. Fahrhorn, oder? Spricht man das Haon aus? Ich weiß nicht, aber ich drehe Einen dich jetzt wunderschönen guten leiser. Abend. Was? Ich drehe dich im Stream ein bisschen leiser. Es tut mir leid. Ja, nee, aber ich glaube, du übertönst sogar gerade mich. mir geht's super und dir? Oh nein, ich muss dann wieder leider machen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. So, da wären wir jetzt wieder mal bei unserem Häusle. Gut, Häusle ist da noch gar kein Häusle da, ne? Oh nein, wer hat mich denn jetzt? Ja, hab ich doch gesagt, fahr. Ha-on. Oder ha-on? Ha-on. Oder ha. Pff, ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall danke für dein Abo. Und herzlich willkommen. Hä? Warum habe ich hier zwei Abos denn? Hä? Ich weiß nicht. Bin jetzt so. Nee, das ist schon wieder so. Guck mal bitte, ob bei mir noch Musik zu hören ist. Ich bin der Meinung, dass hier keine Musik mehr rauskommt. Also fahr H-on. Okay. Ich hoffe, ich kann mir sowas merken. Aber Hotti ist ja auch noch da. Ich bin nicht da. Genau. Also fahr H-on hat mich geabot, wollte ich jetzt sagen, aber das hört sich doof an. Abonniert. Ja, genau, er hat mich abonniert. Nochmal vielen, vielen, vielen lieben Dank. Erster YouTuber, der das richtig ausspricht. Oh, das ist ein Wunder, dass ich mal wirklich was richtig ausspreche. Da ist keine Musik mehr. Warum ist da keine Musik mehr? Aber irgendwie, der, hä? Hat, wenn der Abo-Counter sitzt, das stimmt nicht. Oder irgendjemand hatte einen, hat seine Abonnenten nicht öffentlich gehabt. Ich hab keine Ahnung. Erzähl mal kurz weiter. Alleine, nein. So, mal gucken, was wir als nächstes machen.
So, jetzt sollte es wieder richtig laufen. Badbox begeben. Dann müssen wir bei einmal nach Hotty rüber und uns den klauen. Das Problem ist bloß, dass ich nicht weiß, wie. Warum der nicht die ganze Playlist abspielt. Aber vielleicht jetzt sehen, der Song ist ja gleich zu Ende, ne? Nee, ist gerade nur die Hälfte. Einträge abspielen. So. Jetzt sollte er die ganze Playlist abspielen, hoffe ich mal. Wir werden sehen. Ja, bei mir nicht. Es kann sein, dass ab und zu noch mal zu kleintechnischen Schwierigkeiten kommt, dass ich gerade ein neues System ausprobiere in Sachen Musik. Habe ich keine Spitzhacke? So, meine Eisenproduktion geht schon mal super. Boah, ich flieg nach Hotwin und es fängt an zu lecken. Warum? Aber es regnet. Wir sollen uns lauter stellen, man kann fast nicht verstehen. Also heißt Hotwin ist zu leise. Dann musst du mich lauter stellen, weil ich bin bei mir richtig laut, weißt du? Ja, warte. Das ist, weil ich den Mixer komplett runtergedreht habe. Ja, das darfst du nicht. Ja, aber mein Dings ist laut. Der Mixer ist bei mir volle Lautstärke. Warte mal, ich rede nicht. Klar, ich rede nicht. Jetzt ist es laut gewesen. Okay, so. Ich bin aber auch voll leise. Warum bin ich so leise? Ja, bei mir bist du laut genug. Das liegt vielleicht daran, dass... Ja, das liegt vielleicht daran, dass du die falschen Einstellungen drin hast. Ja, das gucke ich gerade. Warte mal. So. Jetzt müsstest du lauter sein, oder? Ich weiß nicht. So, Eisenproduktion am Start. Das Problem ist jetzt, wenn ich meine Musik auslasse, so wie sie jetzt ist, dass man das Rauschen von meinem Mikrofon hört. Glaube ich zumindest. Keine Ahnung. Man kriegt sogar jetzt eine Benachrichtigung, wenn jemand dich auf YouTube abonniert hat. Echt? Kannst du das auf dein Handy? Echt? Besser. Okay, hört man das Rauschen von meinem Mikrofon? Ich hoffe es nicht, ich wünsche es so. Also ich höre da kein Rauschen, aber... Boah, das hört sich echt geil an. Irgendwie krieg ich gerade ein Eigenlob vorn. Scheiße. So. Also wenn hier alle Pflanzen stehen, ja, dann habe ich hier richtig gute Farm von Eisen auf jeden Fall schon mal. Aber jetzt so ganz ohne Musik ist es auch langweilig, ne? Ich krieg die Musik halt nicht leiser. Das ist halt das Problem, was ich gerade habe. Ja. Wie macht man eigentlich ein Bücherregal? Wie war denn das? Ich habe immer noch ein kleines Problem. Du bist immer noch zu leise bei mir. Warum? Warte mal, sag mal was. Test. Hey, du bist zu übersteuert im Ding. Warte mal, ich mach dich jetzt mal eben bei Dings leise. Warte mal.
Sag nochmal was. Jo, einen wunderschönen Tag wünsche ich dir. Warum bist du jetzt auf einmal so verfickt leise? Ich weiß nicht, ich rede immer zur selben Stimmung. Ah, jetzt. Ich mach doch gar nichts, ich spiel doch nur. Ja, so perfekt, das ist super so. Alter. Ich hatte ja auch OBS komplett runtergestellt. Ja, das sollte man nicht tun. Aber, ja, das Problem ist jetzt, wenn ich jetzt dieses nächste Abo bekomme, platzen mir die Ohren wegen meinem Sound. Ja, wie gesagt, den kann man leiser machen. Oh. Warte mal eben. Leute, wir haben gerade ein paar technische Probleme. wartet. Drei Bücher, sechs Planks. Tippi-Stream. Timeless Gaming 112, willkommen im Stream. Ja, genau, so war das. Leute, es tut mir jetzt leid, wenn es mal eben ein bisschen lauter wird. Es tut mir... Ich glaube, das kann ich gerade nicht ändern. Dann war Leder. Simulator voller. Machen wir uns ein bisschen Papier. Ich glaube, ich muss gleich beim Himmel ein bisschen Zuckerrohr klauen. Oh ja, das ist geil so. Genau. Okay, so. Ja gut, das Schatz, passt. Würdest das so. Du bitte den Fernseher leiser machen? Ich hoffe mal, ihr hört jetzt Hotwin. Ich hoffe mal, jetzt funktioniert alles und wir können mit dem Stream richtig beginnen. Wir sind gerade bei Hotty. Ich wollte ihm ein bisschen Dings klauen. Gummi. Gummi klauen? Ja, ja, ich wollte deinen Baum einmal abhaken hier. Wann hast du eine Unordnung? Ja, noch habe ich eine Unordnung. Ich habe später mal im E-System. Also du hast mir hoffentlich Hotty, jetzt... ich darf dir einen Gummibaum klauen? Einen Gummibaum oder ein Seed? Hast du ein Seed? Warte mal, ich muss mal hoffen, dass ich das überlebe. So. Überlebt. Jetzt habe ich das immer noch nicht mit der Musik geändert. Ich kann den mal abbauen. Das Holz brauche ich eigentlich wieso? Und dann dürften da zwei Seeds rauskommen. Drei Papier, ein Leder. Hä, aber warum ist das jetzt immer noch so laut? Och, Mann. Oh, ich wünsche mir die Rüstung zurück. Ich hoffe mal, Leute, das geht so. Wenn ich mir jetzt hier sagen, wegen der Musik, oh, jetzt habe ich sie ausgemacht. GG. Emil ist wieder voll back am Start und so. Ja. Immer macht alles falsch, was man falsch machen kann. Mein Hobby auch, sterben. Wo bist du endlich? Ich? Ja? Yeah? Ich fliege in der Luft gerade rum bei dir. Warte. Hier. Hallo? Hier. Hier. Unten. Erde. Ist perfekt? Hä? Achso, da unten, danke. Bitte. Ist perfekt. Okay, freut mich. So. Da ist noch einer, der gehört auch mir. Schön. Nein, einen brauche ich selber. Die bin du unterwegs. Hast du noch einen oder nicht? Ein Baum, ja. Okay, gut. Ich wollte schon sagen, sonst hätte ich den hier wirklich wieder gegeben. Nee, nee. Jetzt halt irgendwie Alzheimer. Boah, ich muss eine rauchen gleich. Nee, ich hab hier irgendwo ein Grab noch. Aber nicht von mir. Nee, von mir muss hier noch irgendwo einer. Sag ich doch. In der Luft. Und was steht da drauf? Ein Skelett. Aber die haben jetzt ein geänderter Modpack, ne? Ja.
Unter anderem, dass bestimmte Skelette hier nicht mal mehr einen Bogen besitzen. Da finde ich aber ganz gut, ehrlich. Die gehen mittlerweile so auf den Sack. Ja, dann guck dir mal die Spinnen an. Ne, die gehen eigentlich. Also mit denen komme ich gut klar. Weiß ich gerade nicht den Namen des Modpacks. Irgendwas mit Mystery. Weißt du denn wirklich nicht mehr? Nein, um euch da mal eben zu sagen, Leute, wir wollen das Modpack erst durchspielen, weil das ist noch nicht so bekannt und deswegen sagen wir den Namen einfach noch nicht. Das ist voll fies, ne? Sieht sehr interessant aus. Ist es eigentlich auch? Betonung auf eigentlich. Das Problem ist, dass das Modpack erst programmiert wurde, regelmäßig Updates bekommt und es von Update zu Update schwieriger gemacht wird. Jetzt muss ich doch gerade nochmal gucken, wie das war. Okay, für Hotwin und für meine Zuschauer, um euch das mal eben zu sagen, das ist ein Magic Modpack. Also hier geht es viel um Zauberei. Es wird kein Technik Modpack sein. Es ist einfach ein reines Zauber. Ich glaube, da kann man so sagen, oder Audi? Rein theoretisch, also ja, es geht da hauptsächlich um Zaubereien. Ist halt aufs ausgelegt. Was? Ich habe nichts gesagt. Hast du gerade was gesagt gehabt, oder nicht? Nö. Hast du Oh mein Gott, ich weiß. Halluzinationen? Was habe ich? Depression? Nein, ob du Halluzinationen hast. Die habe ich öfter, glaubt mir. Ich möchte gar nicht wissen, wie oft. Jetzt weiß ich natürlich wieder nicht, wo mein Zauberstab hin ist. Ich weiß nicht mehr, wo meine Kisten hin sind. Kein Zauberstab, keine Kisten. Hört sich gut an, meinst du? Ja, vielleicht sage ich euch allen, welches Modpack es ist, wenn die damit eigentlich fertig sind. Also eigentlich ist es noch in der Beta. Hat auch noch sehr viele Bugs. Zum Beispiel ein Bug ist das mit der Karte oben, dass sie so rumbuggt. Obwohl jetzt gerade geht's wieder, ne? Also ich habe seit heute Nachmittag keine Fehler mehr auf der Karte gesehen. Normalerweise ist die bei mir regelmäßig schwarz. Okay, wir müssen gleich mal wieder auf TS wechseln. Leckt das wieder? Aber auch irgendwie nur komisch, wenn wir beide am Stream sind. Tja. Hä? Ich hab ein Problem. Weißt du, wie die sich das anhört, ob dein Internet bald mal so richtig schlapp machen würde? Für eine Sekunde. Oh, und wieder tot. Mein Lieblingshobby, sterben. Ich frag mich gerade, ob ich bei dir irgendwo einen Grabstein habe. Bei mir? Ja. Du meinst hier bei mir zu Hause? Ja. Ich habe Ich habe keins gesehen. Haustiere mehr. Was brauchst du von den Enderman, wenn ich fragen darf? Enderperlen oder wie? Enderperlen. Bitte in der Mehrzahl. In einer großen Mehrzahl. Wie viele brauchst du? 20 wären schon gut. Wie viel? 20 wären. Ey, jetzt reicht's doch langsam. 20 wären schon gut. Wofür? Um eine Maschine zu bauen.
Hast du keine Enderlilie Farm? Ich habe Enderlilies, ja, aber die kann ich ja nicht auf normalen Sand packen, oder? Doch, sollte funktionieren, das dauert halt nur länger. Okay. Also ich meine, außer sie haben es ausgemacht. Also ich, egal wo ich gestorben Ich bin, habe. irgendwo existieren meine Kistenhaustiere. Bei mir ist kein Grabstein, ich habe gerade nachgeguckt. Oder habe ich die oben in den fliegenden Kisten? Ja, jetzt packt gerade. Ah, packt nicht mehr. Da nicht. Da auch nicht. Da erst recht nicht. Da auch nicht. Ich habe keine Kistenhaustiere mehr. Sterben können die doch nicht. Oder? Ah, nein, Hotti, ich muss dir was sagen. Was? Vorhin, wo ich bei dir war, ja? Habe sie nicht abgebaut, wirklich nicht. Es lagen nur. Die habe ich aber nicht eingesammelt, weil ich dachte, du bist jeden Moment wieder da und dann bin ich einfach wieder weggeflogen. Ich schätze mal, die spawnt. Nee. Kistenhaustier, Reisegepäck, die spawnt nicht. Nein, die lag einfach nur da. Die war nicht aufgestellt, die lag als Item da. So, ob du ein Item auf den Boden schmeißen würdest. Scheiße. Oh nein, ich hoffe nicht, ey. Doch, die lag genau vor deinem Amboss. Oder was das war. Weiß es nicht genau. Das wären dann aber zwei gewesen. Nein, das war nur einer. Ich Also brauche. zumindest habe ich nur eine gesehen. Ich vermisse aber zwei. Warte mal, ich habe hier noch ein Warte. Grab. Hier lag eine. Hier, genau hier. Siehst du mich? Guck hier. Hier vor lag einer. Das Problem ist, da ist sehr wertvolles Zeug drin gewesen. Ja, dann ist sie jetzt weg. Warte, da eben mal mitgucken, warte mal. Ich habe hier vielleicht noch irgendwo eine. Ist. Da ist zumindest keine. Mitunter mein Zauberstab und so. Gut, ein Zauberstab ist billig, aber. Na, ich glaube, hier ist keine. Ah, Und ich Mann. wollte noch gesagt haben, ich wäre. Ich, ja. Guck, hätte ich doch mal lieber aufgesammelt. Ach Mann, ey. Schusseligkeit muss bestraft werden. Doch, hier ist noch eine. Hier ist Wo? eine. Oh. Warte, ich plante. Warte, nein, die musst du planten. Hier. Wo Hinter bist? dir. Ja. Aber das ist schade, wenn der eine weg wäre. Ich hoffe, da ist auch was drin. Ja, sonst ist keine mehr da. Eine Enderperle, einer fehlt. Der wertvollste fehlt, aber gut. Hast du die versucht umzubenennen oder so? Ja. Ja, okay, dann. Die kann man auch umbenennen, aber ich dachte, ich hätte sie dann. Wo hast du die hergeholt? Die lag jetzt in einer Kiste da hinten. In den. Die du übereinander gestapelt hast da. Ach da. Und da hast du bei Andrew vielleicht noch eine in die Kiste Nee, gestopft? bei Endo habe ich keine drin. Sicher. Ja. Ich gehe an Endos Sachen nicht ran. An die Kisten. Nein, da ist auch keine drin. Ja gut, dann habe ich halt Pech gehabt, dann. Ist die wirklich dann despawn? Das ist aber krass. Ja, wenn hier überall keine drin sind, ich guck gerade noch mal. Da sind keine. Du Übrigens. bist keine Spinne gerade zufälligerweise, oder? Nein. Gut, warte, eine Spinne kennen. Boah, Alter. Die ist heftig. Die ist ja richtig krass drauf, Alter. Was ist mit der los? Ah, die ist Und wie viel richtig. Leben die hat? Ja, 30 oder 40. Alter, Alter. Was ist das für ein hässliches Viech? Aber du kannst leider nicht so hoch springen wie die. Möchte ich ehrlich gesagt gar nicht.
Ich habe voll Angst vor Spinnen. Habe ich dir das schon mal erzählt? Nein, das hat man nicht gerade nicht gesehen. Doch, ich habe wirklich Angst vor Spinnen. Deswegen versuche ich immer sofort Spinnen zu killen. Schatzi, magst du mir Nudeln machen? Nee. Hat sie gerade gesagt, wie freundlich. So, meine Kiste läuft, läuft. So, jetzt müssen wir den Bücherregal aufstellen. Und dann müssen wir mal mitten. Genau. Und schon haben wir das Taumilunikum oder so ähnlich heißt das Ding. Da muss ich Papier und. Ach ne, nur Papier machen, ne? Wie war denn das da? Pech. Pflanzen und Bäume, Erze. Ach ne, ich brauche erstmal die Brille, ne? Damit ich. Muss ich mir erstmal die Brille machen, damit ich überhaupt die. Ach nee, nicht Brille, sondern Lupe. Muss ich Ja, mal. die Lupe ist wichtig. Damit ich ein bisschen durch die Gegend rennen kann und Sachen lernen kann. Mal gucken, ob das Lupe. Nee. Add. Ja, genau das Ding. Aua. In Glas ein bisschen jolt. Und da werde ich, glaube ich, jetzt ein Problem kriegen. Da haben wir eh jolt. Ah, habe ich nur Glück gehabt. Ich kann mir kein Gold mehr haben. Ja, ich gehe ja nicht so auf Farm. Haben wir denn überhaupt diese Scherben? Goldene Pferderüstung einschmelzen. Ja, das wäre auch eine Lösung. Aber dann müsste ich jetzt auch gerade losrennen und Lava holen. Aber jetzt muss ich erstmal gucken, ob wir irgendwo Scherben haben. Müsste eigentlich die nehmen können, die. Wer denn gestreamt mit Pferderüstung? Was? Hat die? Wer denn geschrieben mit Pferderüstung? Timeless Gaming. Das du. Pferderes. Du kannst ja alles einschmelzen. Ja, genau. Also. Oh, scheiße. So, ich bin fertig, etwas zu lernen. Weißt du, was geil wäre, wenn so ein Multistream für YouTube geben würde? Weißt du, was ich meine? Oh. Das wäre geil. Das darf ich nicht lernen. Hier gibt's nichts zu lernen. Von hier kann man auch nichts lernen. Oh. Lehre studieren. Das geht auch nicht. Oh, die Bäume brauchen wieder so lange, bis sie wachsen, ne? Ja. Du hast Lux entdeckt.
lange her hast du das denn jetzt gehabt? Steht da. Das hört sich ein bisschen an wie Spyro. Kennst du Spyro? Nee. Oh, war ein cooles Spiel früher. Kapitel müssten wir schon haben. Hier kannst du nichts lernen. Und Hatti, was hast du Halloween vor? Willst du immer noch mit deinen Kindern nochmal Häuser ziehen? Ja, natürlich. Das machen wir alle Jahre wieder. Ist jetzt das bei euch noch so modern? Nee, aber ich mach das alle Jahre wieder mit meinen Kindern. Das muss sein, das gehört zu Halloween. Ja, aber ich habe immer gedacht, so bei, also bei uns ist das so, wenn die Leute um Häuser gehen, die Leute wissen gar nicht warum. Naja, gut, der Vorteil ist, dass ich meinen Kindern beigebracht habe, warum wir im Endeffekt das machen. Und jetzt schon von klein auf an. Gut, viele Kinder, ich meine, wenn ich schon alleine sehe, die Kinder rennen auf der Straße rum und sagen Süßes oder Saures. Wenn man den erklärt, damit der Spruch eigentlich schon falsch ist, ja, dann gucken die einen an wie blöd. Ja, aber ich bin ganz ehrlich, Herr Baum hat Süßes oder Saures gesagt. Ja, aber es heißt doch Süßes, sonst gibt es Saures. Ja, aber irgendwann, ich weiß gar nicht warum. Ich weiß es gar nicht mehr warum. Irgendwann haben wir uns das so eingeprägt, dass wir immer gesagt haben, Süßes oder Saures. Ich bin einer von den lieben netten Nachbarn, die bei diesem Spruch Zitronen rausgeben. Ja, ist ja egal, weißt du. Aber du hast was bekommen. Ja, auch ja. Wenn nur Zitrone ist, ist mir ja aber egal. Bei dem Spruch Süßes oder Saures, ich gebe immer Zitronen raus. Genau, wenn dann muss der Spruch richtig sein. Aus dem und dann gucken, vor allen Dingen gucken mich die Kinder immer an so und sagen, hä? Warum gibt's nichts Süßes so in dem Motto? Bis ich dann sage, ja, klar gibt's was Süßes, wenn ihr den richtigen Spruch aussagen könnt. Steffen, bei uns ist es ja gar nicht mehr so. Auch Halloween, wir machen die Tür gar nicht mehr auf. Das ist einfach bei uns mittlerweile so. Ja, nee. Es gibt viele, die... Oh, hallo. Wieso? Verkleidet Himmel sich auch noch und geht von Tür zu Tür? Nein, Himmel feiert das nicht mehr. Himmel feiert das nicht mehr. Naja, das ist... Unsere Nachbarin hat auch eiskalt gesagt, sie ist nicht zu Hause. Sie fährt weg. Ja, klar. Machen viele. Weil sie einfach keinen Bock darauf haben, dass wieder jeden Tag 10 Stunden an dein Haus geklingelt wird, nur weil die Leute Süßes wollen. bei uns ist das so geil, bei uns wird es eh nicht mehr so gefeiert. Ja. Ich bin jetzt der Meinung, vor 2 Jahren? Sowas muss sein noch. Klar, wenn man in einer Großstadt wohnt, kann man das auch machen, weißt du, aber nicht, wenn man im Dorf wohnt und die Leute kennen es nicht. Na gut, auf dem Dorf, wo 5, 6 Häuser stehen, bringt das auch nichts, ne? Ja, okay, in so einem Städtchen. Also Kleinstadt oder so würde, glaube ich, auch nichts bringen. Nein, bringt das auch nicht. Also, weißt du, was wir gemacht haben vor 2 Jahren, ne? Hm. Mit der Gruppe, die unterwegs waren, ja okay, ich war der Älteste, ne? Da sind wir um die Häuser gegangen und wollten Alkohol haben. Läuft bei euch. Sogar mein Bruder, ne? Wo der, wie alt war der? Der 19? Der ist auch um die Häuser gegangen, um Alkohol zu bekommen und der hat richtig gut abgesahnt. Naja, aber das ist dann schon wieder nicht der Sinn von Halloween, weißt du? Nein, aber weißt du, du denkst dir nichts dabei, weißt du, und dann kriegst du wirklich noch so Sachen wie Alkohol an Halloween. Stell dir mal vor,
der Typ, der wäre keine 18 gewesen. Die Leute hätten sich strafbar gemacht. Ja, da denken auch ganz viele nicht dran. Wie alt ich bin? 20. Ich suche gerade Lava, dass wir Lava scannen können. Oder was für Halloween extrem schlimm waren, waren immer Klingelmännchen zu machen. Da sind wir weggerannt. Die Leute haben sich immer aufgeregt. Ja. Wir haben das teilweise sogar so oft gemacht an dem gleichen Haus, dass die Leute sogar einfach die Polizei gerufen hat. Ja, weißt du, wie schnell wir auf einmal waren? Weil so, Bin boah, immer noch wir nicht hatten so kaputt. Angst. Ich möchte gern immer noch einen Milchkaffee, ja, das wäre nett von dir. Ich hätte gerne einen Kakao mit Sahne. Wir haben leider keinen Kakao im Haus. Habt ihr ehrlich keinen Kakao? Nee. Schade. Du musst die Quelle des Lebens studieren. Was ist denn die Quelle des Lebens? Das Problem am Anfang zu sein und alles zu lernen zu müssen. Aber Keks hat mir damals gesagt, du musst durch die Gegend rennen und alles kennen, was es gibt, ne? Wer hat das gesagt? Keks. Wie kam denn der darauf? Weil das so ist, du musst mit diesem Thermometer musst du durch die Gegend rennen und alles Ach so, scannen, ja, genau. um diese Auranoten noch zu kriegen. Nein, weil so, ich habe jetzt gedacht, so, hä? Weil wir jetzt gerade über Jugendliche und so gesprochen haben, habe ich mich jetzt gewundert, so, hä? Wie kommt denn ich jetzt da drauf? Ja, dadurch, dass ich hier jetzt die ganze Zeit mit diesen Dingen durch die Gegend renne und hier nur kriege, studiere zuerst die Quelle des Lebens. Ja, du musst. Oh, was war das denn? Leben war, glaube ich, ein Tier. So wie ein Kuh. Ja, ich bin gerade bei einer Pilzkuh. Bleib mal Das stehen. müsste funktionieren. Was, du verstehst, irgendwie. Um diese Dinge zu verstehen, musst du Dinge, die sich bewegen, studieren. Als der Radio konnte das mal voll gut. Der hat mir die Sachen mal hingeschmissen und ich habe einfach gescannt die ganze Zeit. Ja, es gibt, glaube ich, auch eine Liste, was man studieren sollte, beziehungsweise welche man nachher irgendwie zusammenmischt. Wow, ist die Spinne verbuggt, Mann. Reicht es nicht, wenn ich die im Tisch zusammenmische? Zocker René 16, einen wunderschönen guten Morgen oder Abend oder was auch immer. Alles gut bei dir? Was hast du gesagt? Hat denn bei mir jetzt ein Schwein, das kannst du auskennen. Das kann ich noch nicht scannen. Ich habe gerade eine Auranote gefunden. Entschuldigung, ja, kann mich nicht beschweren. Ich spiele gerade auch MC Modpack. Was spielst du für Modpack? Ich glaube, Hotti und ich haben mittlerweile fast so gut wie jedes Modpack schon einmal gespielt. Sky Factory sogar schon öfter. Ich möchte das neue Dings spielen, was Dings gerade spielt. Geld? Ein eigenes? Nee, es ist kein Okay. eigen. Ach so, ja. Nein, ich meine nicht dich, Hotti. Ja. So, Leute, ich mache gleich mal eine kurze Streampause. Basiert auf das FTW Trident Pack.
Ah, nee, da war ich nicht so der Fan von. So nichts zu essen, nee. Wegen den Fahrzeugen, das hat mir immer zu sehr geleckt. Für mein Minecraft nicht einfach nicht für ausgelastet. Ja, dafür brauchst du ganz viel Arbeitsspeicher. Ah, ne, noch nicht mal unbedingt, aber das war einfach so, oh, wenn du aufnehmen wolltest, hat man gesehen, dass es halt wie Bilder aussieht, weißt du, wenn du dich in das Fahrzeug gesetzt hast. Himmel. Wenn Ich habe ich gerade einen Reaktor gebaut. Okay. im Zaubertisch die zusammenmixe, lerne ich die doch automatisch, oder? Ja, kannst du auch machen, ja. Weil dann könnte ich ja mal. Es gibt eine Seite, wo du das nachkontrollieren kannst, Ja, ne? ich weiß, genau. Weil jetzt durch die Gegend fliegen und auf Deutsch gesagt nichts wissen, ist auch ein bisschen Cheater. Da würde ich dir aber nicht raten, Hotwin. Was? Dass du die selber zusammenmischst. Warum, wenn ich nach der Seite gehe? Nein, weil du dadurch die Sachen verlierst und du nicht weißt, wie schnell du neue Sachen bekommst. Dann hast du ebenfalls keine Ressourcen mehr und kannst nicht weitermachen. Aber dann kann ich scannen, die Sachen, die ich jetzt nicht scannen kann. Nein, kannst du dann nicht mehr. Weil wenn Wie? du jetzt, sagen wir jetzt mal, du machst Leben und Gift, dann hast du das ja schon gelernt. Das heißt, du kannst keine Sachen mehr scannen. Ja, Doch, aber, kannst du doch. na Stimmt logisch, nicht. Nein, dann kann kannst du ich doch. sie erst rechts scannen, weil dann kann ich alle Tiere scannen Ja, und so weiter. nein. Das war falsche Überlegung. Ja. Logisch, Was spielt ihr denn? am Anfang Was habe ich spielt sehr ihr wenig denn? Auranoten. Zum Beispiel habe Warte, ich warte, gerade. warte, warte. Wir spielen ein Magic Mod, Modpack. Es gibt ganz, ganz, ganz wenig Oh, du leckst. Technik und sehr. Traumkraft Research. Das ist die Zum Beispiel vier. sowas hier. Das sind alles Zauber. Weißt du gerade, welche Version es ist? 1.7.10. Nee, von Traumkraft. Ja, kann ich dir jetzt sofort sagen. Warte, Modpack-Option. Bin ich auch gerade drin. Passwort, Wort, Wort. Traumkraft. 4, 2, 3, 5. Taumkorb, ja, 4, 2, 3, 5. Es gibt nur 4, 2. So, genau, da steht nämlich. Mal gucken, wie das war. Boah, unser Digital Miner braucht ganz ziemlich lange. Digital Hat Miner. jetzt zu wenig Strom. Ach, da steht es. Ich weiß noch nicht, was ich weitermachen soll. Ich muss natürlich mein Haus noch fertig bauen. Ich glaube, das mache ich auch gleich. Wie gut, dass ich noch kein Ich Haus könnte jetzt habe. aber auch noch farmen. Ich habe noch gar kein Haus. Aber wenn ihr genug Strom habt, eigentlich ist er relativ schnell. Okay, kaum Upgrades drin, ja gut. Okay, Leute, wie gesagt, ich mache jetzt eine kleine Streampause. Ich lasse euch mal mit dem Himmel alleine. Weil meine Frau muss gleich zur Arbeit und ja. Das heißt, aber Eine ich. 5x5 und mal und eine 3x3. Okay. Das ist ja schon. Oh, das macht ja schon ein bisschen Strom mit. Ich bin zurück.
Ferritus plus Ferritus. Aber das wird nicht gehen, weil ich kein Motus habe. Genau, ich habe Ignas. Er spielt dann auch seit einer Woche circa auf dem Projektserver aktiv. Ist er von irgendeinem YouTuber oder? Wie kam der an so einen Projektserver? Oder werdet ihr gesponsert oder bezahlt ihr denn aus eigener Tasche? Sind insgesamt 10 Spieler auf dem Server. Ja gut, da braucht ihr mal ein bisschen RAM, ne? Ignas und Spiritus. Von einem Netzwerk? Okay. Spiritus. Was ist gar nicht Spiritus? Was haben denn 64 GB RAM Router? Krüscht. Läuft. Da habt ihr den Wert von. Boah, was bezahlst du für den RAM? Kommt immer unterschiedlich. Also ich habe jetzt für 12, also der Server hier hat 12, da bezahle ich 20 Euro für. Also habt ihr einen Server im Wert von 80 Euro ungefähr. Ist ja mal auch krass. Haben dann 8 Sponsor. Okay. So, Leute, bin wie gesagt gleich wieder. Ist klar. Nur ich mach da kein großes Geheimnis raus. Wir wollten Stein mitnehmen. So, machen wir mal 2 Stacks. Da haben wir erstmal wieder ein bisschen was. Nein, wir sind gerade nicht auf dem TS, wir sind gerade Discord. Warum fragst du? Dann hätte ich gefragt, ob man mit euch reden darf. Es gibt die Möglichkeit, gibt ganz bestimmt. Also ist nicht so, dass wir kein TS haben. Wenn wir nutzen den nur. Im Moment nicht. Ist halt so ein Cloud-Server. Muss ich gleich mal Hotti mit fragen. Also die Möglichkeit besteht immer, wenn ihr euch benimmt, ist alles gut. Ja, wir haben auch einen, so ist es nicht. Und man hatte so Highlights.
Ich weiß immer noch nicht, was ich machen wollte. Ich wollte eine Bedbox machen. Ja, die mache ich aber hinterher mal. Aber wir könnten auch mal mit Botani anfangen. Wenn Otti wieder da ist, frage ich mal. Smaragdachse. Die kann man wieder nicht craften. Warum kann man die nicht craften? Da brauche ich immer so ein Botania, wenn ihr nachher noch streamt, kann ich dir vielleicht ein bisschen was spenden. Spenden muss mir keiner, ehrlich, ne? Ich möchte nur nicht, dass das hinterher jemand den falschen Halt bekommt. Oh, du machst alles nur wegen Spenden und so ein Scheiß. Nein. Das dauert noch, bis ich die voll ab, glaub mir. Also PayPal, ja. Buch und ein Birken halt daneben. Kriegen wir auch noch hin. Ich glaube, jeder Streamer hat mittlerweile PayPal. Oh nein, das war ein Fehler. Nein. Das war gar nicht das richtige Buch, oder? Oh. Wieso sagt sie nicht, wie das Wort PK ist? Weil das noch in der Beta ist. Und wir das erst durchspielen wollen und dann sagen wir, wie das heißt. Das hat einfach was damit zu tun, dass wieder 10.000 Leute anfangen, das Modpack zu streamen und ach. Ist, und wenn man die Einzigen sind, ist natürlich auch, muss man einfach sagen, die Zuschauerzahl ein bisschen höher. Weil den Leuten das dann interessiert, ah, was ist das für Modpack? Vielleicht lade ich mir das auch runter. Ist, und da das noch in der Beta ist, haben wir uns dazu beschlossen, dass wir das erstmal nicht so groß prahlen. Aber bitte nicht so laut, sonst kriegen wir über einen Strike. So, die müssen jetzt ein bisschen herumstehen. Irgendwie habe ich jeder wieder keine Musik, ey. Alles klar. Nur jeder, der sich ein bisschen mit Mods auskennt, weiß auch, was wir
was wir für Modpack spielen. Man muss einfach nur ein bisschen suchen. In Acryl könnte man das jetzt auch sagen, weißt du was, man gibt das jetzt frei und sagt, hier, so heißt das Modpack und so, aber wir haben einfach nur darauf keine Lust, dass wieder 10.000 Leute das spielen. Und, das hört sich vielleicht ein bisschen abgehoben an, aber irgendwie muss man ja mittlerweile noch ein bisschen an Zuschauer gewinnen. Ja, das Problem im Endeffekt ist einfach, dass noch nicht viele Leute das aufnehmen und nicht viele Leute das streamen und das sehr neu ist. Und man schon einzigartig sein möchte. Und daher ein bisschen, also wenn es fertig ist, werde ich am Ende auf jeden Fall sagen, welches es ist. Bei mir zum Beispiel. Auf jeden Fall. Wir können ja auch hinterher mal gucken, dass wir die Map freigeben. Wenn wir damit wirklich durch sind. Obwohl die Map eigentlich schwachsinnig wäre, weil, glaube ich, jeder irgendwann von neu anfängt aufzubauen. Ja, vor allem, glaube ich, macht das keinen Spaß, wenn die Leute da, Aber weißt du, was cool wäre, wenn man mal so eine Community-Sache machen würde? Dass wir die Map freigeben, die ihre Sachen heute mit weiterbauen und wir nach so ein paar Wochen nochmal gucken, was sich so getan hat, wer was noch dazu gebaut hat, weißt du? Ja, das wäre richtig geil. Achso, der René, also der Zocker René hat gefragt, ob wir mit ihm mal sprechen wollen. Ja, soll auf den Discord kommen. Wir sollen auf Teamspeak gehen. Warum kommt er denn nicht auf Discord? Weil die meisten Leute noch keinen Discord haben. Dann. Weil Teamspeak einfach. Muss er dir mal die Teamspeak-ID geben. Wir können ja auch auf unseren gehen. Auf diesen Cloud-Server. Den von Serralis meinst du? Mhm. Ist mir egal. Na, warte mal. TS3. Beim Chat. Machst du mal bitte bei Shindy etwas Wasser rein? Nein. Ich glaube, die Pumpe schreit nach Luft. Connected. Ja, und wie heißt es? TS. Du übrigens auch. Ich hab mich schon wieder gemutet. Schon gesehen. Zocker, warte mal, ich schick dir mal die IP einfach hier rein. Die Leute, die kommen wollen, kommen jetzt. Die nicht, die lassen. Mach den zu weit scheiße, wie ist er gewandt? Nein, das ist es nicht. So, jetzt sollte wieder Musik da sein. Hoffe ich zumindest. Warst du die Dinge jetzt gemutet, Hoddy? Ja. Ah, gar nicht. Warte, ich bin Teamspeak. Warte mal, wir machen mal eben einen Channel hier noch.
User was moved out of your channel. You were moved. Irgendwie dieser Searcher funktioniert nicht mehr so. Ey Zocker, wir sind schon hier. Muss mal twitchen, warte. Spielt das Modpack nicht auf Logo? So viele ich weiß, nein. Nein. Das ist Trollwurst, was er meint. Das ist was ganz anderes. Also es gibt ganz bestimmt ein paar Leute, die das auch schon spielen. Die das auch ganz bestimmt aufnehmen. Aber nicht so, dass es jetzt... Auch nicht unter den Namen. Auch nicht unter den Namen. Auch wenn jetzt irgendjemand Mystery eingibt, das werdet ihr nicht finden. Mystery ist einfach ein Name von uns, den wir uns überlegt haben, um nicht das Modpack da reinzuschreiben. Jetzt muss ich mir tatsächlich ein Tutorial angucken, wie man die Sachen erforscht. Benutzt du nicht die Seite? Weil die Rezepte dazu 50% nicht mehr angezeigt werden. Ach, hat die, was haben wir denn mit ihr? Wenn ich drüber fahre, kommt nur die Hälfte der Rezepte. Also muss ich mir jetzt erstmal die Taumkrafts Basics angucken. Kombinieren mit noch ein Terra, um dafür dann eine weitere. Ja, wir sind gerade auf den TS, den ich dir geschickt habe, DIP. Das ist der TS, wo wir gerade drauf sind. Hä, wird DIP nicht... Oh nein, jetzt sagt ihr, hier bin ich mit Twitch verbunden. Aber dann würde euer Chat... Hä? Habe keine IP mit drin. Ja, aber ich habe die doch gerade nochmal geschickt. Warte, ich mach das nochmal. Ich wisper dich einfach an. Ist, glaube ich, leichter. Nicht, weil ihr müsst stucken dazu, um scannen zu können bei Sachen, die man reingucken kann, wie Kisten oder ja, halt andere Dinge. Okay, ich muss also... Hast du einen normalen Ofen noch? Ja. Habe ich. Übrigens, eine Idee mit den Nudeln klein machen ist besser. Die Nudeln klein machen ist besser. Kann ich. Schreib noch mal bitte was in den Pad. Warte, ich kann das auch, glaube ich, so hier einfügen. Von hier kann nichts gelernt werden. Muss erst Werkzeug studieren. Zocker hat sogar Point. Hier ist Ignis, Perdizio und Saxum drauf. Und ihr kriegt jedes Mal Research Points. Die sind extremst
wichtig, denn nur damit könnt ihr Sachen erforschen. Dazu kommen wir am besten jetzt mal. Ihr nehmt euch zwei Tische, die lassen sich so craften, Holz, egal welches, so zusammengebaut. Tische, die hier mal hinstellen. Dann braucht ihr Scribing Tool, das Papier im Tisch. Denn Items, habe ich ja gesagt, gehen auch zu scannen. Wenn ihr sie rauswerft und dann am Boden scannt, da war User joined your channel. Drauf. Das Hi. Ist wieder ein Hi. Neues Material. Hallöchen. Können wir im Buch nachgucken, aus was Lux besteht. Aus Luft und Feuer. Denn, ja, Licht oder so Feuer ist ja auch Luft zum Atmen. Das heißt, aus Luft und Feuer lässt sich hier unten Lux herstellen. Super. Und, wie geht's euch? Dabei nutze ich übrigens ein bisschen euer Scribing. Also mir geht's ganz gut. Gut, und selbst? Jetzt aber nicht... Ja, wie gesagt, gut, ne? Na, ist doch schön zu hören. Außerdem, ich mich beklagen. Vergessen zu sagen, naja. Verliert ihr, wenn ihr das heute gibt es wieder Geld, also. Mal echt? So. Ja. Da bin ich auch mal am Geld. Jetzt zu weit, wir können natürlich Aura nutzen. Also, bei mir kommt Geld immer erst am 15. Okay. Hier sind sogar ganz viele Sachen drauf und so weiter. Jetzt möchtest du noch sagen, auf welchem Konto es geht? Otti? Na, auf meins natürlich. Jetzt kommen wir erstmal dazu. Ich zeige euch ja, möchtest du vielleicht mal die Kontodaten sagen? Nein, möchte ich nicht. Ihr seht die jetzt hier durch. Schade. Du kannst mich ja gerne beauftragen, dann kriegst du die Kontodaten von mir. Je nachdem, wie die Auranote beschaffen ist. Dann verliere ich ja Geld. Das wäre ein schlechter Deal. Na, aber ich kriege Geld. Essenzen schnell wieder auf, die schlechten nicht so schnell. Wenn ihr eine Essenz... Das ist also ein guter Deal für mich. Ja, für dich. Aber für mich nicht. Das ist nicht mein Problem, oder? Und ihr seht, warum schaffst du das jetzt so durch den Kopf? Das wollte ich nämlich gerade aussagen. Boah, mein scheiß Headset, das fällt jedes Mal 1000 Einzelteilen. Moment. Ah, mein Headset ist kaputt. Jetzt haben wir 25, natürlich nicht nur, nicht von dann kauft ihr ein neues. Mache ich ja heute. Ach ja, heute kommt Geld. Ja. Dieses Weiße fehlt uns noch. Lach nicht. Das haben wir zum Beispiel nicht Luft. Das können wir dann aus der Essenz rausziehen. Lach nicht, heute kommt Geld. Es ist natürlich nicht üblich, dass so viele Essenzen nebeneinander sind. Ich zeige euch jetzt einmal etwas. Heute kommt Geld. Auch, dann okay. Einmal gibt es Aura Nodes, die können zum Beispiel Admins auf Servern setzen. Oder ihr könnt und was spielst du sonst für Modpacks? Um Aura Nodes zu setzen. Technik hauptliegen, überwiegend. Wenn ihr keine habt, könnt ihr euch zwei, drei Sätzen in nur neuen Chunks laden. Okay. Ihr könnt aber auch in der Config etwas umschreiben, das ja, aktuell halten. Das hier, das auch zu der modifiziertes Modpack, sag ich mal so. Hier ist ein bisschen was drin. Hast du es selber gemacht oder runtergeladen? Basic ist runtergeladen, aber es ist sehr viel bearbeitet worden. Okay. Zu denen kommen wir aber später auch noch. Also das Standard-Modpack läuft halt mit 103 oder 104 Mods. Genau. Jetzt haben wir mittlerweile 131 Mods drin. Jetzt haben wir ja unseren Zauberstab mehr oder weniger aufgebaut. Mal gucken, ob wir vielleicht noch die letzte Essenz besorgen können. Also, nee, das kann ich nicht untersuchen. Das ist anscheinend Sache. Jetzt immer noch nicht fertig, ne? Wo war denn hier noch eine? Hier unten haben wir noch eine. Gibt es doch nicht. Produzierst du immer noch keinen Strom? Okay. Uns was? Fehlt eine Essenz, aber das ist auch nicht so schlimm. Produzierst du immer noch keinen Strom? Doch, wie gesagt, Strom habe ich ohne Strom hattest du jetzt, du hast jetzt einen Reaktor. Ich habe einen 3x3 Reaktor und einen 5x5 Reaktor. Den meiner habe ich ja an den 3x3 Reaktor angebaut und der ist damit alleine. Ist alleine dran. Vom Big Reaktor, oder? Ja. Später kommen da Sachen mit dazu, Sachen herstellen, die so einen Zaubertisch... Bei Conic Evolution wollen die Mitspieler nicht. Der wäre zu explosiv. Das ist so das Erste, was ihr erforscht. Ja. Weil der auch halt ziemlich schnell die um die Ohren fliegen kann. Kann ich verstehen. Oh, gut, ne? Big Reactor ist da sehr sicher drin. Die können nicht hochgehen. Nö. So, das schaffst du auch nicht. Selbst wenn du die Dinger überhitzen lässt. Das ist das Gute halt am Backreaktor. Ja. Das Ding, die Mod ist eigentlich jetzt hier unten sicher. Jupp.
Aber nicht, wenn du Himmelauge hast. Ich glaube, das würdest du sogar du hinkriegen. Was? 20. Ich glaube, das würdest sogar du hinbekommen. So einen Reaktor aufzubauen. Ja, doch, Reaktor habe ich schon aufgebaut. Ist nicht ganz so schwer. Es gibt Schlimmeres, was man bauen kann. Wie eine 16K-Festplatte. Oder ein ME-System. Ah, das ist auch nicht schlimm. Da ist das Schlimmste nur die ganze Zeit, das ganze Craften. In unserem Modpack ist es erstmal das ganze Farmen. Bis du überhaupt so weit kommst, dass du eine Festplatte ja, hast. Gute Ressourcen haben wir ja viel, also das ist ja jetzt nicht unser Problem. Um Ressourcen her könnten wir auch 64K-Festplatten Platte machen. Ja. Das ist blöd wegen den Craften. Ja. Wenn du das richtige Mospack hast, dann kannst du auch nur eine 28er Festplatte machen. Weiß ich noch nicht mal, was das für Festplatten gibt. Warte, ich kann mir gerade unten eine Suchleiste suchen. Storage. Also eigentlich gibt's also kommt drauf an. Creative ME Storage Cell, 1K, also 1K, 4K, 16, 64, ja 64, ja. Das ist halt so die Reihenfolge. Es gibt nämlich irgendeinen Mod, den hatten wir, wo war denn das? Bei. Was waren Keks? So ein Project Osson. Mhm. Da konntest du die 128K-Festplatten machen. Ja, ich weiß. Bendia. Ja. Das war Project Osson auch. Unter anderem. Aber das ist auch nicht nur da. Es gibt, glaube ich, noch andere Modpacks. Richtiger Sinne. Ja, es gibt eine Menge. Na gut, Trident ist jetzt auch nicht wirklich das größte Modpack. Ne? Ja. Größere. Kann man ja auch erweitern, ne? Ja, die Sache ist, erstens, mein PC ist nicht ganz so gut. Das ändert sich jetzt aber jetzt den Freitag, weil ich dann einen neuen habe. Und vom Mitspieler, der PC ist nicht ganz so gut. Okay. Oh, warum spielt der die Playlist nicht ab? Was ist denn das für eine Kacke? Also Leute, ich muss hier mit meiner Technik noch ein bisschen warm werden, bevor hier irgendwie mal vernünftig funktioniert. Du streamst auch, dass ihr um die Uhrzeit noch wach seid. Ich war ehrlich gesagt gar nicht pennen. Na, ich auch noch nicht. Ich auch noch nicht, deswegen. Ich sag nur Modpack, das fesselt doch irgendwie schon ganz ein bisschen was. Ein bisschen, wenn ja. Du Gutes hast, ja. Haben wir jetzt halt vorhin einen Reaktor gebaut, dann das ME-System ausgebaut. Und so halt. Dann haben wir den Atomic Dissembler gebaut, gecraftet. Den Digitalminer haben wir hergestellt. Hm. Stromleitungen. Die Nacht durchmachen. Ja, haben wir doch schon fast. Wir haben doch gleich schon wieder 6 Uhr. Hast du den Uhr noch nicht umgestellt oder was? Wir haben jetzt 5. Ja. Ne, die Uhr wird mal. Ne, die wurde schon umgestellt. Die wurde gestern zurückgestellt, also heute Morgen. Ja? Ja. Alles klar. Guten Morgen. Ne, Alter. Sorry. Übrigens, dein PC stellt sich alleine zurück. Das weiß ich auch, danke. Und dein Handy auch. Das weiß ich auch. Kommt drauf an, was er für ein Handy hat. Ich hab ein S5. Das kann das schon. Aber gerade so. Ja.
Hab ich auch. Nur kein Display. Das kann das Handy. Was hast du mit deinem Display gemacht? Ist mir runtergefallen, weil ich genießt habe. Alles klar. Und Shopkick machen wollte. Aber gut, Shopkick gibt's ja nicht mehr. Hey, bleib stehen. Kann ich dich? Nein, hier kann nichts gelernt werden. Wie lange seid ihr da jetzt bei dem Modpack dabei? Wie lange haben wir das jetzt? 6 Tage? Maximal, ja. Also habt ihr so ziemlich sogar gleichzeitig mit dem Modpack-Projekt von mir angefangen. So ziemlich gut möglich. Vor 4-5 Tagen circa haben wir. 4-5 Tage, glaube ich, circa. Also, jetzt. Ich habe meine Aufgabe in diesem Modpack bereits erfüllt. Meine Aufgabe war sterben. Tue ich das auch. Das hast du mehrmals erfüllt. Damian 863 M, einen wunderschönen guten Abend. Morgen. Oder ja, guten Abend, Morgen, oder je nachdem. Abends ist, haben wir nicht mehr. Für mich ist ja, doch, für mich ist es abends, weil ich jetzt gleich jetzt schlafen gehe. Ja, ja, das kenne ich irgendwo. Also wenn du um 6 Uhr oder so noch oder 6:30 so rumwachst bist, dann kann ich dir wirklich ein bisschen was spenden, ne? Mir muss keiner was spenden, immer noch nicht. Das meine ich ernst. Ja, mir muss noch keiner was spenden. Kannst du ja trotzdem was spenden. Auch wenn er nicht mehr wach ist um die Uhrzeit. Nee, dann sehe ich aber den Donation Alert nicht. Achso. Ja, ich habe so einen schönen drin im Moment. Dann wartest du bis heute Abend und kommst heute Abend nochmal wieder, wenn er streamt. Wow. Je nachdem wann. Ey, ich muss morgen mal gucken, warte mal. Ah, übermorgen ist ja Halloween, da muss ich auch noch irgendwas machen. Was ist denn jetzt los? Damian, morgen. Ja, Nacht. Ich habe noch nicht geschlafen, deswegen sage ich guten Abend oder Nacht. Für mich ist es Abend. Ja, für mich auch. Ist trotzdem früh am Morgen. Meine Frau geht gleich arbeiten. Die hat auch nur eine Stunde geschlafen, ja? Ja, und streng genommen. Quantic, moin, moin. Alles gut bei dir? Ich weiß nicht, was ich scannen soll, ey. Ich kriege hier gleich eine Krise. Wo hast du den im Chat jetzt gesehen? Was? Den Rontek. Ich bin auf YouTube noch live. Ach so. Hä, für dich jetzt Mittag? Wo bist du denn? Na, nicht in Deutschland dann. Das heißt ja 6 Stunden Zeitverschiebung. Mehr. Amerika? Wenn ich Porter... Plus auch. LA oder so, das heißt, da dann hätten Gegend wir hätte 11 Uhr da. Geht nicht. Ich weiß nicht, wo ich du herkommst. Ich schätze mal Amerika. So die Ecke. Ja, aber die haben doch auch nur 6 Stunden, oder nicht? Ja, Amerika hat 6 Stunden. Je nachdem wo. Es kommt halt drauf an, wo du da bist. Für mich ist mittags. So, ja, das habe ich ja gerade vorgelesen. Ja, bei dir? Ja, bei mir muss, ne? Ich noch nicht geschlafen, aber sonst alles super. Auf YouTube heißt er auch Himmelauge, oder? Himmelauge 80, 820, 6 HD. So, ich bin gleich wieder da. Ich muss noch mal ganz kurz weg. Yo. Oh, geh nicht so viel rauchen, Alter. Ich bin selber Raucher. Ja, der raucht aber zu viel. Warte, so viel kann ich noch nicht mal rauchen. Warte, Himmel... Auge 80, 28, 6 HD, ne? Genau. Mann, was für ein geiler Name, den merkt man sich sofort. Die kann man sich nicht merken, ne? Ich finde dich nicht einmal. Wow. Leute, habe ich gerade meine Seite auf? Jetzt nicht noch den Browser öffnen. Ich habe hier schon Twitch Launcher, Isle of Radio Stream auf und alles Mögliche.
Irgendwann mal sagen meine 4 GB Arbeitsspeicher auch, nee, ich hab nichts mehr. Ja, das kann sein. Naja, Donnerstag, Freitag habe ich jeden 9, dann habe ich 8 GB Arbeitsspeicher. Wie viel hast du denn jetzt? 4 GB. 4 nur? Mhm. Und 3,2 okay, Dual Core Pentium Prozessor. Jetzt nächste Woche. 3,2 Dual Core. Jetzt mein neuer ja, hat dann 3,2 Quad Core. Das i5. Okay. Warte. Ich guck gleich. Ja, Junge. Ja, oh, ist Damian, du hast immer noch nicht geschrieben, wo du gerade bist. Das wird mich mal interessieren. Und mich aber auch. Ich kann mir nur Amerika vorstellen. L.A., irgendwie so da. Die Ecke. L.A., New York, so, oder? Olle hatte, ja, wohl, das kann auch nicht sein. Wenn er Nachtschicht hatte und jetzt nach Hause kommt, ist es für ihn auch Abend. Nee. Das ist ja für ihn morgens. Nee, Abend. Morgens. Ja, für ihn warum? Abends dann, ja, aber. Ja, genau. So. Nur noch 20 Erz hat mein Digitalminer. Okay. Bin ich mal gespannt, wie viel Yellowite ich hab. Oder Redstone. Eben hatte ich, wo ich das Ding platziert hatte und geguckt hatte, hatte ich 3000, knapp 4000 Redstone im ME-System. Ja, läuft. Aber Redstone gibt's hier sowieso oh, so ziemlich unendlich. Also. Wir haben jetzt ungefähr mit der Digitalminer ungefähr 3-4 Gänge gemacht heute. Gestern so. Dein Fernseher ist voll laut. Hä? So, da bin ich ja schon wieder zurück. Ja, übersteuer wieder ein bisschen mehr. Bei mir übersteuert der nicht. So, jetzt besser? Ja, der ist so laut gewesen. Ich habe eine Liste gefunden, was ich alles scannen kann. Das Problem ist bloß, dass ich nicht, dass es für die Firmware-Version ist. Ich schätze mal, da wird den nicht viel geändert haben heute. Na doch, da ist mehr dazugekommen. Gut, dann versuchen wir mal, ein Zombie-Hirn zu scannen. Und ein Anvil habe ich hier irgendwo rumzustehen gehabt. Ihr habt heute frei, oder? Ja, ich auf jeden Fall. Ja. Du musst erst den Menschen studieren. Ich habe heute auch frei. Das ist auch schön. Du kriegst Geld und du hast frei. Ich krieg kein Geld, wenn ich frei habe. Was, du kriegst Taschengeld? Ja. Ich hab gedacht, du wärst am Arbeiten. Das denken viele. Ich arbeite du hörst auch. Du hörst dich auch ganz schön älter an. Ich wollte jetzt alt sagen, aber das wäre böse. Wie alt würdest du schätzen mich denn? Auf jeden Fall über 30. Boah. Okay, nee. Das ist eine Beleidigung. Na, durch die tiefe. Also über 30 hätte ich jetzt nicht gesagt. Ich hätte jetzt gesagt so. Durch die tiefe Stimme.
Der kommt vom Rauchen. Oder vom Trinken. Alles klar, jetzt fühle ich mich beleidigt. Was, wegen dem Rauchen? Oder wegen der tiefen Stimme? Nee, wegen den 30. Ja, wie gesagt, darauf komme ich jetzt nur wegen der tiefen Stimme, also. Ja, dafür kann ich ja nichts. Jo, ich auch nicht. Nein, ich würde es... ich weiß es nicht. Schätz mal, du wirst an die 20 gehen? Aber jetzt, wo du gesagt hast, du gehst noch zur Schule, oder ich denke mir, du gehst zur Schule. Ich gehe an die 18. Bis 17? Ich werde. Und denn schon so eine tiefe Stimme? Wow. Das Lustige ist, das ist wirklich schon krass. Also, das stimmt schon, ja. Deshalb bin ich ja auf älter gekommen, nennen wir es mal jetzt so rum. Ja, ja, das ist mir schon klar. Das mit dem beleidigt, das war jetzt auch nicht so gemeint. Nee, aber wie gesagt, wenn man so nach der Stimme geht, dann... Ja. Ja klar, dann meint man halt erstmal, dass man wirklich so alt ist, ne? Ja. Och man, du musst erst Werkzeug studieren. Oh, verfickte Kacke. Bitte. Ich hasse dieses Modpack. Ich hasse gerade auch dieses Modpack. Ja, Taumkraft ist, glaube ich, mit das Ekelhafteste, was du machen kannst. Also wenn du alle Aspekte nachher hast, dann natürlich nicht. Aber solange, du musst erst die Lehre studieren, ja. Es rackt. Wo krieg ich denn die Lehre her? Glas? Ah ne, Glas ist was anderes. Ich mach einfach Wasser auch schon. Blumen kann ich auch nicht studieren, dazu muss ich erst... Ach, hier kann gar nichts gelernt werden, okay, die Blumen sind doof. Dann musst du erst die Quelle des Lebens studieren. Ja. Kann ich Schleiminsel da oben studieren? Ah, die hat den Pinsel wieder an, ne? Ich nicht, meine Frau. Und das hört man. Ja, habe ich eh schon gesagt, dass es voll laut ist. Aber... Ich möchte nicht beleidigend werden, aber... Man kennt Frauen. Wenn ich dafür einen Claim bekomme, ich weiß, wo du wohnst, ne? Echt, weißt du? Kannst mich ja mal... Ich hasse dieses... Stream-Wiederholung angucken. Kannst... Ich hasse dieses Ding. Was? Die, Digital Miner. Digital Miner? Warum? Nein. Du musst erst das Leben studieren. Jetzt google ich, was das heißt, Leben studieren. Aha. Vielleicht kannst du jetzt ein Tier scannen. Daumenkurve. Der tut die Scheiße nicht im ME-System. Nein, weißt du, was wir machen müssen, Hotty? Na? Wenn ich meine 105 Abos geknackt habe, dann musst du den 24-Stunden-Stream machen. Alles klar. Dann habe ich nämlich nur noch 4 Stück. Immer rein in die Wunde. Denk dran, meine Frau hat gesagt, 2 Tage. 48 Stunden. Ach nee, 80 Stunden war das, ne? Ja. Ich habe vor ein paar Tagen Traumhof 4 installiert und habe jetzt ein Problem. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich habe bereits die nötigen Tücher, Rüstungsstapel, bla 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 gebaut. Migator 1, einen wunderschönen guten Morgen. Alles gut bei dir?
Wenn ich jetzt den Helm brauche, wo ich die Nups sehe, kann ich leider nichts passiert, alles klar. Ich habe viel Zeit auf YouTube verbracht, aber Scheiße, immer noch keine Ahnung. Scheiße, wo steht jetzt das Schaff verfickte Dings? Was? Der Digitalminer. Was ist damit? Der ist weg. Ah, ist er weggebuggt, ne? Der ist nein, weg. Das nicht, ich hab mich zum Waypoint geportet aus Versehen. Hm. Ja, nice. Ciao, ciao. Einfach weg. Geil. Ja, dann brauche ich jetzt arbeiten. Die geht jetzt arbeiten, ja. Kann nicht pennen, hab 4 Koffein intus. Ey, dass ihr von Kaffee nicht schlafen könnt, ich kann von Kaffee erst recht schlafen. Ja. Ich schlaf von Kaffee ein. Und von Energy trinkst ja, ich hab auch. Das Problem auch, ich schlaf auch bei Kaffee ein. Ja. Deswegen trinke ich keinen Kaffee. Ich trinke gerade einen Milchkaffee. Ich werd von Kaffee mega müde, ich seh warum. Ja, ich auch. Ich werd auch von Kaffee schlecht. Ich will aber auch müde werden, das ist der Haken. Darf nicht müde BB, werden. BB, geh pennen. Warum darfst du nicht alles müde klar, werden? Alles klar, Fahorn. Weil ich nachher einen wichtigen Termin hab. Achso. Ah, ich hab den Digitalminer wieder gefunden. Waypoints. Warte mal, ich wollte was gucken. Der Radius hat gesagt, hier gibt es eine Matte, wenn die hier gehen. Nein, wie heißt denn diese Scheiße? Achso, von Cola. Wie viel Cola hast du denn getrunken? Also ich soll erst die Brille machen. Ich weiß nicht, wie die Mod heißt. War so geil. Das ist auf jeden Fall Bibliokar. Warum wir nicht? So, ich brauch Kohle, Kohle scannen. Okay. Leute, bevor ich immer frag, warum ich hier ständig auf Pause habe, das Spiel, ich muss nebenbei gucken, was ich alles scannen kann, damit ich hier endlich mal weiterkomme. Heute um 1 Uhr hatte ich übelste Durst, war zu faul, zum Wasserhahn zu gehen, hab halt Cola getrunken. Ja, aber wie viel Cola hast du denn dann getrunken? Oder wie alt bist du? Also wenn du 5 Liter Cola trinkst, dann läuft der falsch. Ja, bei 5 Liter Cola. Wobei es soll tatsächlich Leute geben, die können auch eine 1,5 Liter Flasche Cola auf X wegtrinken. Aber ja. Aber wenn, man fünf, aber wenn man 5 Liter Cola trinkt, dann ist man zuckerkrank. Das auch. Also. Mir, ich würde das schon nicht runterkriegen. Die stecken sich die Cola in dem Sinne in den Rachen, Kopf hoch. Ja, sehr gesund. In einem auf alles auf einmal reinkippen lassen oder reinlaufen lassen. Ist sehr gesund. Es geht ja weniger um gesund. Gesund ist es ja nicht, das ist klar. Aber eine Dose 0,33 Liter? Ja, das ist so eine. Und dann dann kannst du jetzt schon nicht mehr schlafen? Hör mal, wie alt bist du? Oder wie jung? 16. Ich langweile mich von der Menge ab. Damit also, ich würde verstehen, wenn du jetzt nochmal das Zehnfache drauf tun würdest. Dann ja, kann dann ich das gut klar. Verstehen, dass du nicht schlafen kannst, aber doch nicht bei 0,33.
Die kippe ich dir, ja. Die kippe ich dir so weg. Ich brauche eine Mod von dir. Eine Mod von mir? Ja. Was denn für eine Mod? Wie heißt die Mod, wo du runde Blöcke mitbauen kannst? Architektcraft oder nicht? Glaube ja. Ein Modpack hat die Aufgabe. Na, Glückwunsch. Kann ich Gras gehen? So, 16k Plätze. Du musst erst Pflanzen studieren. Platten. Oh, jetzt geht's. Wo ist der Scheiß Inscriber? Man merkt, dass Modpack ist in der Beta. Inscriber? Warum findest du nicht? Ne, weil bei mir bei den Sachen durchscrollen komplett am Längen ist. Hm. Ich hab's aber auch jetzt nicht gefunden. Du musst erst Leben studieren. Ey, ich krieg eine Krise mit Leben. Warte, wenn ich abends so um 6 Cola trinke, kann ich bis um 2 nicht pennen. Kann mir als ausrechnen, wenn ich pennen kann. Hier gibt's keine Architektkraft. Also 7 Stunden? Ne, sogar 8 Stunden. Hat der eine Typ jetzt eigentlich geantwortet, wo der wohnt? Ne, der ist einfach gegangen. Toll, das hätte ich echt gern gewusst. Hier, mich jetzt das auch mal interessiert. Das heißt doch Architekt oder nicht? Weiß ich nicht, aber drauf ist es auf jeden Fall nicht Architekt gerade. Du hast unten oben so ein Item Subset. Und da kannst du unten auf Mods gehen und dann siehst du, welche Mods. Da ist kein Architektkraft drin. So, fast 10.000 Redstone. Läuft bei dir. Geld? Bin ich auch. Hätte ich auch gerne. Okay. Verrottetes Fleisch könnte ich auch mal scannen. So. Möhre? Oh Mann, ich weiß nicht, wie die Scheiße heißt. Ich muss erst Pflanzen studieren. Bleib mal. Ich jetzt ehrlich googeln? Ja, was so müssen. Warte. Runde. Kupferkies. Also, den können wir hier wieder zumachen. Kann ich ein Bett scannen? Nein, für ein Bett muss ich auch erst ein Mensch machen. Hier kann nichts gelernt werden. Ja, Nächte durchzumachen ist doch schön. Jo, wenn man ich jetzt auch schon öfter hinter mir. Wenn man sonst keine Hobbys hat. Adi und ich machen das jeden Tag. Genau. Schlafen ist völlig überbewertet. Ja, ist ehrlich so. Das ist doch keine Pflanze, das ist eine Eisenschest, ihr Trottel. Das gibt's doch nicht. Um eine Eisenschest zu... Das sieht doch schon besser aus. Aber die gibt's auch nicht, oder? Warte, wir gucken mal. Das
Ist mir zwar neu, dass man digital meine Chance laden muss, aber naja. Ja, sonst arbeitet der nicht weiter, wenn du keinen Schankloader hast. Nö, geht nicht mehr. Schade eigentlich. Ja, das war bestimmt drauf, bevor sie das Update machen. Ey, jetzt ein bisschen doof, ne? Ich sag dazu nur Rüstung. Das Problem ist, wenn ich das mit Freunden mache, dass die um 5 Uhr oder so dann schon pennen, die ich halt immer noch da sitze. Ja. Wie gut, dass ich keine halt Freunde habe. Das ist der Grund, warum ich keine Freunde habe. Du hattest noch nie Freunde. Ich weiß. Deshalb brauche ich auch Follower, ich habe keine Freunde. Sie hätten nach Follower gebettelt? Das Richtige, oder? Nein. Ich habe nur gesagt, dass ich keine Freunde habe und deshalb Follower brauche. Hier sitzt ein Himmeldog rum, ist das normal? Was? Hier sitzt ein Himmeldog rum. Ja. Hat der Kissen um? Ja. Alter, läuft bei ihm. Wie viel kann er tragen? Zwei Reihen, glaube ich. Also zwei Doppelschiss. Ah, nein, vier sind das nur. Naja, zwei Doppelschiss. In dem Fall. Nein, nur vier solche 64 Dinger. Oh, hab ganz viel von Love bekommen. Kabel bringt nichts. Den komische Zauberlicht bringt auch nichts. Hochofen, den kann ich noch nicht lernen. Kapazitäterbank kann ich auch noch nicht lernen. Bei der ja. Tür kann ich auch nicht studieren. Boah, ich hasse mein Bett, ehrlich. Ich hasse mein Musikprogramm. Ich hasse mein Musikprogramm. Ich spiele immer nur einen Song ab. Der soll alle Titel abspielen. Migator, danke für dein Follow und herzlich willkommen. Ich weiß nicht, warum mein Bot nicht funktioniert. Ich glaube, der hat schon wieder. Ja.
soll ich denn Ignos herbekommen? Also Hotti, wenn das jeden Tag so geht, ja? Dann kannst du in 2 Tagen damit rechnen, dass wir den 24. Stream machen. Das erzähl mal, Andrew. Der freut sich darauf bestimmt schon. Hat er schon gesagt? Nee. Und dann bleibt das jetzt als negativen Sinne. Das war ironisch gemeint, ja. Okay. Was macht ihr morgen? Der Stream, würde ich sagen. Ah nein, morgen, ja doch, morgen Zwiebel. Also morgen renne ich um die Häuser. Bis für mich ist morgen ein ganz normaler Tag. Wir werden das nur halt ein bisschen anders gestalten. Ich werde gucken, dass ich morgen, morgen auf Twitch live bin. Wegen Musik und so. Und dann gucken wir morgen mal, was wir machen. So, jetzt gucken wir mal, was wir haben, ob wir hier irgendwas machen können. Ja, immer noch zu wenig. Außer der liebe Kronk streamt morgen, dann werde ich morgen nicht streamen. Weil das macht dann keinen Sinn, morgen dann zu streamen. Wir haben Ignos, wir haben Ditte. Wir haben kein Auto. Doch, Bamba. Wir haben kein. Boah, das ist bei mir mega leise. Wer? So. Ich? Warte. Doch, Hot. Hot? Jetzt redet ihr nicht mehr. Doch. Ah, danke. So. Zieh den Lautsprecher wieder ein bisschen zu mir Mund hin, dann bin ich wieder lauter. Ja, so laut bist du, ja. So, wir haben noch kein Herr plus Heber. Heber? Hä? Was ist ein Heber? Heber habe ich nicht. Ich freue mich auf morgen. Hier mit meinen Freunden weg, so ein bisschen Horrorclown-mäßig. Das würde ich an deiner Stelle nicht machen. Bei uns in Berlin rennen die Kinder sogar als Horrorclown rum. Ich meine, die werden alle abgeschlachtet. Ja. So wollte ich das jetzt nicht sagen, aber. Ja, im Endeffekt ist es so, aber. Erklär das mal den Kindern. Nein, weißt du, was ich. Nein, ich weiß, was ich morgen fahre. Ich fahre heute nach Berlin. Werde gucken, wo Hotti wohnt. Und werde mich dann morgen auf die Lauer legen. Und dann spricht er als Horrorclown so. Läuft bei dir. Und jetzt, stell dir mal vor, was dir passiert hat morgen. Ich lass mich von Horrorclowns nicht erschrecken. Ich wohne da im Lack. Da ist das egal. Ja gut, mir geht's nicht anders, ne? Ich wohne auch in so einem kleinen Dorf. Wie gut, dass ich in der Großstadt wohne. Ja. Herz. Irgendwie sind gelbe Blumen ganz schön selten, ne? Nö. Doch. Kann ich nicht sagen. Aber wenn ich das sage, dann stimmt das. Ob das stimmt oder ob du das sagen kannst, das ist ein Unterschied, ne? Herz plus Terra macht. Also, Titte, mach. Wir will mich verarschen. So, haben wir. Ja, gut, Hotti hat keine Probleme mit gelben Blumen. Aber bald, wenn ich hier war, dann hat Hotti ganz große Probleme. Warum wegen gelben Farbstoff? Ja. Ich hab damit gar kein Problem. Terra plus Auto. Ach nein, du hast ja deine. Dings gemacht. Genau. Pizza. Genau. Terra plus Auto. Terra plus. Kennt ihr ein paar Witze? Oh nein. Jetzt wir machen kommt hier keinen Witze. Stream hier raus.
R plus. Nein, weißt du, was ich morgen mache? Ich mache genau das Gegenteil von Halloween. Ich mache morgen einen Witze-Stream. R plus Aqua. Haben wir. Guck nicht so. Oh, das wollte ich nicht. Ordo plus Videkus. Was war das? Ordo plus Videkus. Ich habe kein Ordo mehr. Ordo plus Videkus. Ja klar, wäre zum Lachen. Aber wenn man nicht geschlafen hat, findet man das auch nicht mehr zum Lachen. Dafür muss ich ausgeschlafen sein. Mortus plus Mortus plus das macht das. Das habe ich schon. Motors habe ich auch. Das habe ich auch. Den habe ich auch. Ich glaube, das Beste, was man am Halloween machen kann, ist einfach mit Freunden treffen und Spaß haben. Und verkleiden. Das muss man nicht mal unbedingt sein. Doch, muss sein. Zu Halloween muss sowas sein. Ach. Ich weiß nicht, vielleicht sehe ich das auch einfach nur ein bisschen anders, weil ich aus dem Kaff komme. Daran wird's liegen. Ich hab schon gesagt, ne, eigentlich müsst ihr morgen in die Stadt gehen und dann mal gucken, wie viele Idioten da rumspringen. Ja, weißt du, bei uns sind sie so kackendreist, wenn sie gesoffen haben. Die legen sich mit jedem, egal mit wen es an, die legen sich mit der Polizei an, alles, ey. Läuft. Ja, wir sind so eine kleine kriminelle Stadt, weißt du? Alles klar. Also, du bist kein Gangster. Ja? Sollte man vorbeigehen. Kennt ihr noch ein paar Dinge, was man an Hexennacht machen kann? Feiern. Also kommt drauf an. Also wenn du Leute ärgern willst, einfach Klingelmännchen machen. Das habe ich nicht gesagt. Ich darf den Stream nicht hochladen. Kommt dann auf mich zurück. Ach, Quatsch. Dies plus Aqua. Wir einigen uns einfach darauf, dass Hotman das gedacht hat, ja? Da du mein Stream bist, bist du schuld. Ah, nein, 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 nein. Das ist ein Lüge. Okay. Wie macht man denn hören? Irgendwas passiert. Hey, hier kriegst du einen Zombie, du. Nein, Mann. Doch nicht das Hören. Plus Spiritus. Spiritus? Ich hab gar keinen Spiritus. Wie macht man denn Spiritus? Mortus? Mortus habe ich auch nicht. Obwohl Klopapier oder Butter sind halt einfach oldschool. Ja, kommt drauf an. Also Klopapier ist scheiße, das ist einfach. Also ein paar Bälle haben wir früher auch gemacht. Besonders lustig ist, wenn man die in Toiletten reinwirft. Nein, das ist überhaupt nicht gut. Nee, das knallt schön.
Ja, das klingt schön. Und wenn sie euch erwischen, das ist auch richtig schön. Ja, das ist nicht mein Problem. Können sie dich erwischen schon? Oh. Man darf alles machen, man darf sich nur nicht erwischen lassen, ne? Tja. Ich habe eine Sache erforscht, die gibt's gar nicht in diesem Research. Als wenn ich einfach fickten Quarzglas zu wenig hab. Was? Nix. Och, ich hab gegeben, tut mir leid. Ich hab ein Quarzglas zu wenig. Alles klar. Oha, da spricht der Profi. Wo? Ich stehe auch dazu, im Gegensatz zu einem manch anderen. Ja, will er mich auch rollen? Das ist kein Problem. Sag mal so, wenn man das in Maßen hält, das ist alles noch in Ordnung. So. Man sollte sich Spiritus. Ich habe gar keinen Spiritus. Wo ist denn Spiritus? Spiritus ist Mortus. Mortus habe ich. Doch habe ich. Wenn ich das nehme und das nehme. Müsste Spiritus ergeben. Ja. So. Und. Schon wieder kein Leben. An unserer Schule haben wir auch so manchen Scheiß gemacht. Ich glaube, das hat jeder in seiner Kindheit. Ich nicht. In seiner Schulzeit, sagen wir mal eher so. Ich nicht. Ich wäre mal. Nein, nein. Ich bin der artigste Mensch der Welt gewesen. Ich nicht. Alles klar, dafür, dass ich das scannen wollte, hast du mich umgebracht, ey. Ich wollte den Skin. Verdient. Ja, nee, ist klar. Immer auf die Kleinen und dann sollen sie wachsen. Ach scheiße, ich bin ja schon erwachsen. Nee, stimmt gar nicht. Darf man nicht. Was darf man nicht? Ja, lügen. Nein, lügen darf man nicht sagen. Ja, du hast aber gerade gelogen. Warum? Also du spielst Minecraft, du bist nie im Leben erwachsen. Alles klar, okay. Soll ich mich in die Ecke das stellen und schieben? Wieder hochgehen, ne? Ja. Was? Da könnte schon wieder hochgehen. Immer diese Leute, die dann sagen, ja, Minecraft ist ein Kiddie-Spiel. Ey, weißt du, wie oft wir das jetzt schon erlebt haben? Dass Hotty beleidigt da wurde, weil er Minecraft spielt? Ich wurde sogar schon als Pädophil bezeichnet. Ich hätte gezeigt, was das Minecraft ist. Nur Pädophile spielen Kinderspiele. Oh mein Gott, ja, ihr genau. Ja, so wurde mir das mal erklärt. Und dann habe ich jemanden mal erklärt, dass Minecraft kein Kinderspiel ist. Denk genommen nicht. Eigentlich hat Minecraft sogar war mal ab 18, also heißt es. Heißt nein, es ist kein nicht Kinderspiel unbedingt. Mehr, ne? Minecraft hat heute noch eine Altersbegrenzung. FSK 12. Ah, dann habe ich dagegen verstoßen. Die Multiplayer-Funktion ist erst ab 12 Jahren erlaubt. Echt? Gesetzlich gesehen. Ja. Boah, was ist mit dieser verfickten Spinne los? Genau deswegen. Das ist schon wieder diese. Wobei, wenn es nach dem. Wenn es nach Dings gehen würde, wäre das FSK 18. Wenn ich schon 21. Ja, mindestens. Wir haben in den Chemieraum Stuhlgang gelegt, ins Waschbecken, dann haben wir noch mit Eicheln beworfen und ein paar Stühle sind draufgegangen. Der läuft bei euch. Boah, weißt du, was ich morgen jetzt Donnerstag da mache?
Ich glaube, ich leg den die Klasse leere verfaulte Eier auf den Stuhl. Ja, da hatte Klassenlehrer mal Eier. Der hat ja keine. Wow. Also dein mit diesem Spruch musst du den ja mal kommen. Dein Lehrer möchte ich nicht sein. Ey, das wäre fies. Alter, dann hat er mal Eier. Das würde Ärger hageln. Ey, das wäre schon zu krass. Den Spruch zu kommen, ja, jetzt haben sie mal Eier in der Hose. Nicht in der Hose, dann an der Hose. Ja, stimmt. Das ist ein Unterschied. Ja, ey, Hotti? Ja. Aber das wäre schon. Also, wenn die Audio fallen, die Spinne hat dich getötet und danach ist sie verschwunden? Ja. Oh, blödes Mistvieh. Ist es. Komm, aber der Spruch wäre schon hart. What game? Ja. Also der Spruch wäre schon ziemlich bitter. Jo. Und in unsere Schule wurde eingebrochen, wir waren es nicht. Bist du sicher? Wurde eingebrochen, wir waren es nicht. Ja, er hat nur so in Klammern dahinter geschrieben, wir waren es nicht. Ja. Das Geile ist bei mir der Schulhof, da kann man sich einfach mal hinsetzen. Der ist offen zugänglich. Läuft. Hatten wir auch. Ich finde das so schrecklich, wenn die Schulhof so eingesäunt ist, dann fühle ich mich wie im Knast, ey. Ja. Kannst auch im Knast gehen, hast du selben Effekt. Ja, das genauso viel. Das glaube ich nicht. Nein, das darf ich nicht sagen. Das glaube ich aber auch wir nicht. Wir haben eigentlich gar nichts so auf dem Schulhof. Außer ein paar Bänke. Oh, wir hatten alles, wir hatten Drehkreuz und all so ein Scheiß auf dem Schulhof. Aber sag mal so, in den Pausen sind Handys interessanter. Das auf jeden Fall. Da kommt kein Drehkarussell der Welt ran. Ach, wie schön sind die Zeiten, da gab es nur ein Telefon. Wüsste dich, mein Vater predigt mir auch schon die ganze Zeit, den ganzen Tag damit die Ohren voll. Na, ist doch so. Früher. Aber früher war das alles viel besser, da gab's nicht diese Handys. Ja, früher. Da ist man noch rausgegangen, hat geklingelt. Genau, hat man seine Freundin noch abgeholt. Heute WhatsApp, wir treffen uns da und da. Ist aber ja, wirklich so. Ja, aber. Ich gehe immerhin wirklich noch zu den Leuten hin und frage, ob die Lust haben, rauszugehen, also. Ja, aber wenn ich meinen kleinen Sohn sehe, der erzählt mir tatsächlich, ich muss erstmal WhatsApp nachfragen. Ich sage, was willst du denn fragen? Na, ob der rausgehen will? Ich sage, dann geh du raus und frag ihn. Und du hast einen Sohn? Ich habe nicht nur einen Sohn. Oh, okay. Dann bist du wahrscheinlich schon ein bisschen älter. Ja. Ja, Hotti. Also du wirst Minimum an die 30 mit Sicherheit zugehen. Wie viel? Oder so, an die 30. Etwas über 30. Etwas über 30, ja. Okay. Ein bisschen mehr über 30. Ja, ich weiß ja nicht, wie alt die sind, deswegen. Ja, mehr über 30 auf jeden Fall. Ecke. Ich wollte gerade sagen, meine Kinder sind über 30. Wollte ich gerade sagen, das wäre ein bisschen komisch. Kann ich dir sagen? 8, 11, 14. Musst du jetzt gerade überlegen? Ja, ab und zu muss ich mal überlegen. Oh, ordentlichen Alter. Ja. Ja, mir eben sagen, dass man diese scheiß Blume macht. Ja, wahrscheinlich sind die aber da noch viele in der Probierphase, ne? Naja, kommt ganz drauf an. Der 8-Jährige noch nicht. Hatti. Ja. Die Blume von Portania, wie macht man die? Welche? Ja, um den scheiß Becken zu machen. Aber ich hab sie gefunden. Es gibt den Tipp, Daisy. Sowas. Es schimpft, dass sowas schimpft. Es gibt dir einen Tipp, das schimpft sich not enough items. Ja. Ja, nee. Das ist aber nicht von jedem Mod alles drin. Nicht? Nee. Nein. Lol. Also selbst bei Traumkraft ist nicht alles
Also es steht zwar drinne, aber es gibt kein Rezept dafür. Ach so, das. Kann sagen, ja, gut, stimmt. Den Bug hatte ich nämlich gestern auch erst gehabt. Ne, sind ja keine Bugs, Da das wollte ich ist so. nämlich. Okay. Ich konnte nämlich, ich wollte nämlich gestern ein Crafting-Rezept gucken, den hat er mir nicht angezeigt. Da muss ich im Wiki gucken, wie man das craftet. Oder was man braucht. Was ist denn bitte schön der Mensch? Ich soll den Menschen studieren. Ach, Was? Humanus. Das kann Humanus. sein. Humanus ist Mensch. Weil den kann ich endlich in den Himmel scannen. Kriegst du nicht viel für. Ah, du bist Ich eine. habe letztes Mal bei mir selber habe ich Tod für bekommen. Wow. Das will man auch haben. Ja, das habe ich mir auch Sehr gedacht. beruhigend. Dann habe ich mir Sorgen gemacht. Und das würde ich Ja. auch. Deswegen sagte ich sehr beruhigend. Aber hey, ich lebe noch. Was will ich mehr, ne? Ich denke, du hast den Tod bekommen. Ja, den Tod als Zeichen. Lügen soll man nicht sagen. Warte mal. Am schlimmsten ist, wenn man eine Tochter hat mit dem Handy. Ich habe Hat doch nur die auch. ne Tochter, aber das Handy, was sie besitzt, hat nur Tasten. Ja, das, wenn ich Kinder habe, dann haben sollte, dann wird das auch so sein. So ein Tastenhandy, damit mich erreichen kann für Notfälle. Genau. Wenn mal Bus Ja, glaub mir, ausfällt das wird oder sich sonst was. verändern. Ja, aber ich Auf meine, jeden Fall gehen dir deine Kinder so auf den Sack. mein 14-Jähriger hat mit 12 sein erstes Smartphone bekommen. Ich habe jetzt vor kurzem mein erstes Smartphone bekommen. Mein 16. Geburtstag hatte ich mein erstes Smartphone bekommen. Glückwunsch an Das dir. war das S5. Ja. Das Boah, hat mein Kind dann schon hast du mit. aber richtig eins Das bekommen. hat mein Kind mit 12 schon bekommen. Ah. Mein Großer. Okay, darf mich nicht beschweren, ne? Also, ich weiß gar nicht, wann ich mein erstes Smartphone bekommen habe. Gut, Pierre zum Aber das ist Beispiel. sehr gute Frage. Pierre zum Beispiel, der rennt ja schon seit 7 mit dem Smartphone rum. Ja, was ist bei dir denn falsch gelaufen? Eine Menge. Also meine Brüder haben, ja, höchstens der ältere Bruder, der hat ein Handy. Aber das ist ein S2. Mit 10. Du wirst nicht glauben, als meine Frau mich damals kennengelernt hat, habe ich gesagt, mich gibt's nur mit Handy und PCs. Wow. Ja, das sage ich auch zu meiner Freundin. Mich gibt's nur mit PC. Ansonsten muss sie mich sitzen lassen. Hat sie gesagt, ich soll den PC einpacken, aber Telefon muss ich da lassen. Hat gesagt, dann bleibe ich auch da. Also dich gibt's dann wahrscheinlich nur anscheinend nur ein Doppelpack, so gesehen. Mindestens doppelt. Hey, ich hab endlich hören. Warum leckt das so bei mir? Was leckt denn? Unsere Sprache? Na, nee, Minecraft leckt gerade. Nee, Wo wenn unsere ist der Sprache Knopf hier? ist, dann hätte ich sogar echt gesagt, das ist normal. Ach so. Warte mal. Ich weiß, wie meine Handy kaputt ging. Erste Mal ersoffen, zweite Mal vom Fahrrad gefallen, kaputt. Ja, super. Normal, wenn es vom Fahrrad fällt, ist es kaputt. Hier ist noch nicht ein Handy kaputt. Doch ein S3 damals. Oder vor kurzem. Hier ist ein Tablet kaputt gegangen. Wo ich noch mit Aber meinem dieses zweiten heute Handy noch ein nicht, wie ich S3 das geschafft hatte. habe. Was denkst du, auf mir Handys kaputt gehen? Mir ist das Handy aus der Hand gerutscht und da ist ein Auto drüber gefahren. Wundervoll. Wow. Mir ist beim Niesen das Handy Ja, aus im Laden aus man der Hand hätte. gerutscht und da war am Arsch. Lol. Kommt das denn bei dir im Arsch? Das seid ihr nicht. Boah. Das ist jetzt Das nicht ist Flecker, ne? ein Betriebsgeheimnis. Genau. Das will ich dir nicht sagen. Der Datenschutz Das muss sehr stark traust du mir gepflegt nicht werden. sagen. Meine Mama Weil hat die mir gar das nicht wissen, verboten. wo du deine Sache hinsteckst. Das werde ich dir auch nicht sagen. Oh Mann, ey.
So, das ist der Teil, wo wir den Stream nicht mehr hochladen dürfen. Genau, nicht monetarisierbar. Spätestens jetzt. Jetzt kommt YouTube und... Genau, jetzt kommt YouTube und sagt nicht werbefreundlich. Mhm. Aber warum denn? Scheiß auf. R plus Ader. Ja. Oh, aber eigentlich muss ich das Ding so oder so hochladen. Warum? Ja, weil wenn man jetzt genau hinguckt, neben meinem Scheißegelaber, was ich tue, dann kriegt man raus, wie man Stück für Stück dit, die ganzen Fragmente kriegt. Ja gut, musst du halt Tutorial hochladen. Alte Leute sollten nur Nokias Handy bekommen. Die gehen nicht kaputt an den älteren Herren. Stimmt. Also, an diesem jungen Herrn auf deiner Seite, wahrscheinlich jung. Ich bin mit Nokia aufgewachsen. Mit einem Communicator. Sagt ihn bestimmt was nicht. Was ist das denn? Sagt kein Mensch weiter. Das sind eigentlich die ersten Computer, würde ich mal sagen. Das war ein aufklappbares Nokia-Telefon, das war richtig groß, aber es war aufklappbar, du konntest faxen, du konntest E-Mails verschicken, also konntest Sachen machen, die kein Mensch konnte. Communicator. Musst du mal googeln. Ey, aber wenn du dieses Spiel nicht angreifst, ne, greift die dich auch nicht an, ne? Echt? Die zumindest gerade auch. Mich greift alles an. Aber wenn die Schatzing mich nochmal angreift, ich bring dich um. Also ich hab's auch umgebracht. Die macht so viel Damage, Schatzing. Ja, aber ich hab sie irgendwann auch geschafft und umgebracht. Vor allen Dingen an den älteren Herren. Nein, an den älteren Herren. Der ist ja noch freundlich geblieben, ja? Will hätte ich jetzt auch schreiben können an den alten Sack. Noch freundlicher geht's auch nicht, wa? So hätte ich das zumindest geschrieben. Naja, an den alten Sack kauft den Nokia. Aber Nokia gibt es nicht mehr. Nokia wurde von Microsoft gekauft. Die kaufen noch alles, warum was nicht in Nagelfest ist, ne? Ja. Fax. Wer tut das denn noch? Nicht wer tut das dann noch? Wie gesagt, ich habe gesagt, ich bin mit dem Teil aufgewachsen. Das heißt, damals gab es gar keine Faxgeräte. Also wer sowas besaß, das war für Menschen wie eine E-Mail heute. Hat man von Communicator zum Communicator geschickt und da früher nur eine SMS existierte und mehr nicht, war ein Fax total in früher. Heute hat der Ding keine Sau mehr. Ich wollte gerade sagen. Und wenn, dann hat es jetzt noch einen richtigen Wert, weil Sammler das sammeln, ey. Vielleicht sollte ich dazu sagen, dass ich in einer Zeit geboren wurde, da stand im Ort ein einziges Telefon und an der stand Feuerwehr dran. Wow. Heute kennt man das Wort nicht, aber ich komme aus der ehemaligen DDR, da gab es kein Telefon. Zu meiner Zeit, als ich groß geworden bin, da war die Fernbedienung ein Besenstiel, damit man nicht zum Fernsehen laufen musste, zum Umschalten. Ich stelle mir da gerade Bild vor. Ja, ich auch, deswegen kann ich das Lachen gerade nicht verkneifen. Weißt du, ja, das, ich find's voll geil, weißt du, letztens habe ich es mein Kind erzählt, ich sah so, ich fühle mich gerade so wie mein Opa oder so, der irgendwelche wilden Geschichten rausholt, aber ich musste noch mit Stöckern umschalten. Würdest du in der DDR, ja, da hielt sich die Stimmung in Grenze. Das stimmt nicht. Ne, ich verstehe das gerade nicht. Warte mal, würdest du in der... Ach, die DDR...
Hä? Das sind zwei. Okay, ich überlebe das jetzt einfach. Ich habe das nur mit der DDR gelesen. Ja, DDR. Deutsche Demokratische Republik. Ich bin Halbwessi, also. Das ist nur die ich Zeit. Glaub, wir können da eh noch nicht mal so mitreden, nee, wie andere Leute. Könnt ihr auch nicht. Dann, weil, wenn man überlegt, dass wenn wir jetzt sagen, boah, war das früher so mega langweilig und all so ein Scheiß. Und, ist das Denken in 20 Jahren auch andere Leute über uns, weißt du? Nee, also früher war das wirklich, ich meine, ich komme ja nun, bin ja nun ein bisschen älter als du, ne? Ich komme ja nun aus einer Zeit. Auch nur ein bisschen, ne? Naja, aber du kennst schon Fernsehen mit Fernbedienung, ne? Oder kennst du auch noch Fernsehen mit Knöpfe? Ich kenne auch noch Fernsehen mit Knöpfe, ich besitze sogar noch einen. Ja, ich komme aber aus einer Zeit, da war der Fernseher noch schwarz-weiß. Ja, den besitze ich nicht mehr, dann würde ich ausfassen. Ich auch. Und aus einer Zeit, da gab es nicht nur Kassette, sondern auch Magnetband. Da musst was du, ist das? Ja, das ist eine. So, da hast du zwei Spulen an der Seite, also zwei Bänder gehabt. Die musst du aufwickeln. Und im Endeffekt ist es wie eine Kassette, nur damit du das Band einlegen musstest. Und selber aufwickeln musstest. Achso, diese Filmrollen da, ne? Ja, nur für Musik. Ja. Also mein erster Computer war ein Robotron. Da war an Spiele noch nicht mal zu denken. Meine erste Konsole? Das war sogar die Nintendo. Meine erste Konsole war ein Amiga. Und was ist das Ding, dieses was Ding ist mit ein Amiga? Ja, das ist alles vor eurer Zeit. Amiga C64 müsst ihr euch auf jeden Fall noch was sagen, oder? Ja, das war doch das Gerät mit den Pendels, oder nicht? Mit was? Mit diesen Gamepads. Nee. So mit mit Datasetten. Da hast du Kassetten reingelegt, damit du spielen konntest. Ja, die Diskettenzeit und so, die kenne ich noch. Ja, das gab aber noch eine Zeit vor der Diskettenzeit. Da gab es Magnetbänder und da gab es Datasetten, also Kassetten. Sagt euch vielleicht auch noch was. Weißt du, heute habe ich Gigabytes in meinem Rechner drin. Früher hatte ich für ein MB den ganzen Rechner voller Arbeitsspeicher. Für ein einzigen MB. Ich krieg dich nicht mehr ein. Lach nicht. Das ist hart. Lach nicht. Ich lach nicht über dich, Otti. Ich habe hier eine Festplatte rumzuliegen von ganz früher. Die hat ganze 7 MB. Eine Festplatte. Otti, ich lach nicht über dich. Gut, der weiß ich aber nicht warum. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Warum? Es hat gerade ein Zuschauer geschrieben, der würde dich auf 50, 60 schätzen, wie alt du wärst. Boah, was? Boah, beste Lache. Also, um es mal ganz einfach zu sagen, damit hier keine falschen Schätzungen kommen, ne? Ich komme aus den 80er Jahren. Also die Zeit vor den 90ern. Der ist schon hart, also muss ich schon sagen. Ja, also wenn ich mal die Entwicklung die letzten 20 Jahre oder 30 Jahre sehe, in dem Fall. Warte mal, kennst du das Spiel mit den zwei Balken? Mit dem Ball? Ja, kenne ich. Wo von der einen Seite zur anderen Seite? Oh, wie heißt das denn nochmal? Ich weiß, was du meinst, ja. Oh, wie heißt diese Scheiße denn? Das war übrigens das erste Spiel, was auf den Markt gekommen ist. Ja, da gibt's. Ach, ihr meint dieses. Ach ja, ich weiß was. Das gibt's sogar heute noch. Wann kam, kannst du als App runterladen. Jetzt mal so eine Frage. Wann gab's eigentlich die erste Webseite? Die gab es schon. Auch in den 80er, glaube ich, ne? Na, das Problem ist folgendes. Das Internet gab's ja schon viel, viel früher. Das kommt ja aus den 60er Jahren oder so, das durfte aber früher nur die Armee benutzen.
Dann kam BTX raus. So ist die erste Zeit des Internets. Da bestand dann die Domain aus 350 Zahlen. Und Bildern aus, ja, Buchstaben und hast nicht gesehen. Also heutiges Videotext in dem Fall. Mhm. Das war so das erste zugängliche Internet und nannte sich BTX. Und so an die, na sagen wir fast 90er Jahren, kam dann das erste Internet raus für Autonormalverbraucher von der Firma AOL. Sagt der Jugend heute bestimmt auch noch was. Ja. Die haben das erste Internet rausgebracht und da hast du pro Minute 5 Mark bezahlt. Das ist aber teures Internet. Ja, früher musstest du dafür bezahlen, dass du reinkamst. Du, bei meiner allerersten AOL Flatrate für Modem 64K habe ich bestimmt 10-mal bei AOL angerufen und gefragt, hat es jetzt Kosten verursacht? Und die musste man gewinnen, sonst hat man die nicht gekriegt. Und die hat einen Monat gereicht und dann musstest du im Endeffekt wieder an so eine Art Gewinnspiel teilnehmen. Ansonsten hast du wieder 5 Mark bezahlt. Pro Minute. Und dann wurden die... Wer erinnert sich noch an Tetris? Tetris war ein Spiel, was jeder kann. Also na, Tetris ist ja heute noch total in... Naja. Wenn ich überlege, dass ich früher mega viel Tetris gespielt habe, mittlerweile gar nicht. Aber wenn ich dir sage, dass du den ersten Apple an deinen Fernseher löten musstest, den ersten Apple-Computer, dann schlägt man auch die Hände über den Kopf. Ja. Aber den musste man sich zusammenlöten, sonst hätte man den auch nicht benutzen können. €2,50. Ja, ungefähr. Ja, Pi mal Daumen 2,50 könnte man sagen. Aber auch schon heftig. In dem Fall umgerechnet €2,50 pro Tag. Was? Für Internet. Ja, weil gerade einer gefragt hatte, wie viel 5 D-Mark umgerechnet sind. Also in ja, Euro 2,50. Das sagte ich ja auch gerade, so circa 2,50. Ihr habt ja zum Glück nur eine Währungsunion mitgemacht. D-Mark zu Euro. Ja. Wir durften ja gleich dreimal tauschen. Mark zu D-Mark und D-Mark zu Euro. Aber die D-Mark-Zeit hätte ruhig bleiben können. Ja, bin ich auch dafür. Da ging denen besser. Ich kann es halt nicht selber beurteilen, ne? Das ist es halt bei mir. Ja doch, ich habe ein bisschen aber was so, von was D-Mark man halt, mitbekommen. Was man so hört davon ist halt, ja... War halt die D-Mark-Zeit halt schon besser. Ja, obwohl es jetzt auch nichts mehr ändern würden, auch wenn sie jetzt 2000. Wieder D-Mark einführen. 14.11.2000 bin ich geboren. 14.11. Mhm. Ja. Wow, du hast in 5 Tagen Geburtstag. Was? Ach, nein. 5 Tagen, ich hab ja 14. Am 14. hab ich. Kumpel von mir hat nämlich am 15. Ich darf nicht aufrechnen, ich hab nicht geschlafen, Mann. Ich auch nicht. Ja, und jetzt? Ich hab nachher noch einen Termin beim Arbeitsamt, na super. Ach, deshalb ja, kommt dein Geld am 1. Nein, ich krieg Taschengeld immer noch. Nee, die Sache ist, dass ich halt dahin muss von der Schule auch aus, wegen meiner Zukunft reden. Ah, zum BITS? Genau. Zum Berufsinformationszentrum. Ich hasse so dieses gehasst. Programm. Da kann man sich dann rote Bücher angucken. Wo man nichts keine Interessantes Ahnung, findet. Ich war auch auf den Schienen von dem Mann. Warte, was war? Keine Ahnung. Wer war auf den Schienen von dem Mann? Auf den Scheinen? Ach, man sollte auch richtig sehen. Ach, der Pit. Hatti, wer war auf den Scheinen von dem Mann? Physik doch nicht mehr heute. Die PCs hatten nur 2000, zu der Wendung von 2000 hatten die ein Problem, ne? Ja.
Was war das für genau für ein Problem gewesen? Dass der Bimer-Code nicht so programmiert war, dass er auf die 2000 umgesprungen ist, sondern zu 1999 zurückgesprungen ist. Also nicht alle, aber einige davon. Okay. Das Problem wird auch wiederkommen, und zwar im Jahr 3000. Wird das Problem wahrscheinlich genauso wiederkommen. Gut, das erlebe ich ja dann auch nicht mit, aber... Das ist nämlich, irgendwie gibt es diese 64-Bit-Grenze. Und wenn die überschritten ist, dann können die Computer nichts mehr. Wobei ich gehört habe, es kann sein, dass ich mich auch verhört habe oder falsche Erinnerung habe, es soll jetzt für Gaming-PCs 128-Bit kommen. Läuft. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob das jetzt wirklich so stimmt. Es kann auch sein, dass ich da Mist erzählt habe. Keine Ahnung, ob das jetzt genau genommen stimmt. Ich hab's nur halt mal gehört. Jo, lassen wir uns mal überraschen, wo das hinführt. Wie gesagt, ich sag mal so, 64-Bit reicht ja bis jetzt auch aus, ne? So gesehen. Ja. Ich bin nur gespannt, wie die das mit den i9 machen wollen, mit den Extreme. Wegen den 18 Kernen. Boah, das ist ein geiles Ding, ey. Ja, klar, aber das muss ja auch erstmal verarbeitet, berechnet werden können. Der PC muss das ja erstmal berechnen können. Bau dir einfach eine Höllenmaschine zusammen. Ja. Danach bist du aber einige tausend Euro los. Auf jeden Fall. Die Höllenmaschine, also vom Team Hölle, vom PC Welt, ist ja auch speziell gebaut worden. Ja, aber wenn du so überlegst, haben ja teilweise Teile drin, die es noch gar nicht gibt. Ja. Die 18 Kerne soll ja auch nächstes Jahr Sommer circa rauskommen. Der Release wurde ja verschoben wegen der Hardware. Auch so ein Ding haben. Ja, ich sag mal so, wofür braucht man das? Boah, weil du damit streamen kann? Kann ich auch mit einem Vierkerner. 3,2 Vierkern. Ja, aber irgendwann kommt das auch an die Grenze. Ja, das dauert aber eine Weile, glaube ich. Ja, klar, aber weißt du, mit der Höllenmaschine hast du erstmal keine Probleme. Da hast du erstmal ausgesorgt. Das auf jeden Fall, ja. Nicht ganz. Du kriegst Minecraft in die Knie. Also ja. Bei Minecraft kriegst du den PC in die Knie. Ja, aber aus, weil wenn Minecraft auf Java basiert ist. Aber wenn du dir mal bitte schön anguckst, wie lange du brauchst, um mit Minecraft das Ding in die Knie zu kriegen. Ja gut, das stimmt auch, ne? Aber man schafft es halt. Ich meine, ich habe mir ja die Tests angeguckt, die sie gemacht haben mit Minecraft und so ein Ressource Pack. Ich gucke meistens dann die Tests, wo die dann PUBG und sowas dann halt testen. Ja, GTA, aber wo es jetzt kam. Aber im Endeffekt, so ein Resource Pack bzw. so ein Shader benutzt doch kein normaler Otto Normalverbraucher in dem Fall. Benutzt sonst immer einen Shader, aber nicht, ja. Nicht so einen starken. Okay, ich sag mal so, in normalen Minecraft kann man das machen mit Shader hier. Aber ich meine jetzt so ein Modpack-Version, wenn man nicht so einen krassen Pit hat. Ja, Modpack. Man kann nicht mit Shader. Modpack ist auch Schwachsinn mit dem Shader zu spielen, finde ich. Ach, warum dieser? Ja, nicht, wenn du jetzt aufnimmst oder ich so. Sag aber auch einfach mal so, bei den Höllenmaschinen ist ja auch der Unterschied, die spielen ja da, Tesla hat ja mit 12K. Mit dem stärksten Shader und 1024 oder 2048er Thatcher Pack. Ja. Das hast du normal ja nicht drin. Wollte ich gerade sagen. Normal hast du gerade mal ein 500er drin. Ja. Oh, Mist, sag mir doch, damit ich sterbe. Wer soll ich das denn müssen? Als Feuerfledermaus. Du stirbst als Feuerfledermaus. Aha, danke. Ich glaube, jetzt hat, weißt du das selber. Nein. Fledermaus.
Boah, gestern hat es ordentlich geknallt. Ja. Ey, auf dem Projektserver, also Modpack-Server, Projekt hier, da hat einer unsere ganzen, meine ganzen Dias geklaut. Und ich brauchte die für die Query. Wer klaut für den rausschmeißen? Und der ist ja auch raus, deswegen. Der ist gebannt worden. Der ist heute Morgen oder vorhin gebannt worden. Ist jetzt hier aus dem Projekt ausgeschlossen. Ey, ich finde es immer so schwer, das nachzuweisen, ob der wirklich geklaut hat. Na gut, kommt drauf an, wie viele Leute mitspielen. Ja. Das Lustigste war ja auch gewesen, er hat sich die Diamanten genommen, damit er sich Diamantschwert machen kann. Läuft. Naja, wenn es da vier Schwerter oder so gibt. Fällt natürlich auch nicht auf. Oh mein Gott. Hab ich auch gesagt, wie dumm kann man eigentlich sein, Dia-Sachen zu machen? Das Unnötigste, was man machen kann. Mal ja Saphir-Schwerter und alles ja die gleiche Wirkung haben. Ey Himmel, wo bist denn du? Bei mir. Du kannst dich gleich mal richtig langsam verwandeln. Warum? Nein, alles was da hast an Tieren. Und natürlich in dich selbst. Du weißt schon, dass das nichts bringt, wenn ich mich in Sachen verwandle. Doch. Wenn du eine Nein. Fledermaus bist, kenne ich doch die Fledermaus, oder nicht dich, oder? Nein, weil das über mein Dings geht. Ich glaube, du scannst trotzdem mich. Wir können das gerne ausprobieren, aber ich meine, du scannst mich. Wo bist du denn? In deinem Haus, das oder was? Ja, ist das die Morph-Mod, oder wie? Ja. Mach so die Scheibe zu, wenn ich darin fliegen will. Was könnt ihr euch denn alles morphen? Alle möglichen Scheiben. Alle, was wir umgebracht haben. Ja, das weiß ich auch. Oh, bist du importmäßig. Aber verwandel dich mal, weil hier steht extra Himmelauge. Warte mal, soll ich mich jetzt in Himmelauge verwandeln? Ja, kannst ja mal probieren. Oder warte mal, ich verwandle mich jetzt. Warte mal. In Slime. Und? Nee, du bleibst und bist Himmelauge. Ja, wollte ich doch sagen. Das. Hä? Hallo, Hotti. Boah, ich finde das ist so ekelhaft, Mann. Boah, dieses Geräusch, ne? Das ist so ekelhaft. Wer ist das Geräusch? Von unserem auch Ladeplatte. Also ich bin schade, dass man so sprechen kann. Sieht man den Spiegel in meiner Hand? Nee, ne? Also derjenige, der den Spinnenphobie hatte, der hatte hiermit ganz große Probleme. Ja. Alter. Hä? Mist. Wie kriegt man den Spiegel wieder? Jetzt eigentlich? 6 und 9. Wie kriegt denn mein Spiegel jetzt wieder? Er ist nicht rechtsklick. Oder linksklick. Geht nicht? Nee. Ah, ich hab ihn wieder. Ja, der erkennt nur Himmelauge. Er wollte gerade sagen, wäre sehr komisch, wenn er... Ich könnte allerdings bei dir unten in der Monsterfarm... Alles abfahren, was da rauskommt. Könnte ich einfach mal durchscannen, was da so rauskommt. Ja. Ach, Rotti, weißt du, dass du eigentlich die ganzen Kisten, ne? Nimm mal deinen Spiegel und geh über das Item drüber in den ganzen Kisten, die ich habe. Da kriegst du auch ganz viele Sachen. Ja, dann muss ich ja jedes Item rausnehmen und auf den Boden werfen. Nein. Wie nein? Du kannst das mit Spiegel
nimmst du einfach und hältst das über den, das Item, was in der Kiste, einfach drüber. Dann sollte der das eigentlich auch automatisch scannen. Wie soll ich den Spiegel in die Hand nehmen? Ach so. So, ob du das in die Ruhe tun würde. Nee, macht er nicht. Macht der. Also ich kannst bin du das vielleicht nicht scannen? Weiß nicht, ich bin hier bei deiner Botania-Kiste oder so. Nee, die kannst du nicht scannen. Komm mal, warte, komm mal mit rein. Warte mal, wo haben wir denn hier normale Item? Hier. Geh mal hier an die Kiste und guck mal, ob du da. Nee, funktioniert nicht. Töte es, bevor es Eier legt. Was töten? Mich? Die Spinne. Ich bin ja keine Spinne. Nein, haut ihn. Komm ich hier hin? An die Kiste? Normalerweise funktioniert das. Geh mal an die Kiste. Warte. Und dann mach zum Beispiel mal Clawstone oder so. Einfach drüber halten oder was? Genau. Nee, passiert nichts. Gib mir mal den Spiegel. Normalerweise funktioniert das. Ich hatte Radio den letzten Mal noch so gedacht. Das wäre ja cool, wenn das endlich mal so gehen würde. Der Hot, das ging mal bei irgendeiner. Bei irgendeinem Modpack ging das. Da habe ich mich auch noch so gefreut, dass das endlich mal funktioniert. Aber hier geht es anscheinend nicht. Weil das wäre so cool, wenn das gehen würde. Dann spart man sich das Zeug aus der Kiste rauszunehmen, auf den Fußboden zu schmeißen und. Ja, es ging auf jeden Fall. Vielleicht geht's rein theoretisch gesehen, aber es ist rausgenommen. Das kann natürlich auch sein. Ja, nee, ist klar, sagt er mir Glasscheibe. Ich will den Skeletter haben, sagt er mir klare Glasscheibe. Was ist das für ein Kopf da oben? Der Pete-Kopf. Da kann nichts gelernt werden. Ist doof. Wo ist denn euer Haustier? Meinst du den Büffel, der kann nicht, den kannst du gar nichts scannen. Der Hund kann auch nichts. Dein Hund ist auch doof. Ich glaube, der Büffel kann schön, auch nichts. Schön, dafür wurde ich gleich von der Witch getötet. Weil ich gesagt habe, der Hund ist doof. Läuft bei mir. Jetzt ist mal die Frage, wo der Hund, wo das ist. Der ist verhungert da unten im Keller. Hat er gerade das zugebaut wieder? Keine Ahnung. Ja, der war doch hier, oder nicht? Ich höre den doch. Hä? Ah, hier ist er. Ja, ich muss erstmal wieder zu dir fliegen. Um meine Items holen. Und dann gehe ich in deine Monsterfarm danach. Oh, jetzt reicht's hier aber. Och, jetzt reicht's aber, oder? Kannst du nicht bei dir mal bitte eine Selbstschussanlage aufbauen? Ne. Also nicht für mich, sondern für die Monster. Was ist das denn für ein Geräusch? Hm? Wow, der ganze Boden oben ist mit irgendwelchen Skelettenkacke. Willst du deinen Grabstein hingehen? Was?
Ich habe mich gerade gewundert, was du da machst. Ich habe die Knochen eingesammelt zum Beispiel. Knolle 24, einen wunderschönen guten Morgen. Wie lohnt sich das mal, sich die Mühe zu machen zu streamen? kann ich nicht feststellen gerade, aber okay. So, wo ist denn... Alle gut bei dir, Knolle? Ach, da ist er. Ja, mir geht's gut. Und der? Ich glaube, uns geht allen noch so weit gut. Hier kann nichts gelernt werden. Der ist doch doof. Nein, meine auch. Der ist der sehr krass, wenn der was könnte. Das freut mich. Wo kann man denn? Was? Moment. Ich schau der Morgenmagazin. Viel Spaß noch. Tschö mit Ö. Schau mit auf. Schöne Grüße an Sat1. Ja, viel Spaß. Klare Glasscheibe, nein. Bringt die. Die Knochen brauchst du ja nicht, ne? Hast du gesagt? Ne, im Moment nicht. Bottle of Wind, soll ich die mal benutzen? Nein, bitte nicht. Das ist das Problem, was Radius und ich vorhin hatten. Na, meine ich ja gerade. Das sage ich gerade. Soll ich die mal benutzen? Also wenn du nicht mehr auf den Server kommen willst, kannst du gerne machen. Ah, jetzt langsam kommt die Müdigkeit. Oh, am Ventilator habe ich auch was bekommen. Hebel habe ich schon. Fließband. Typerio! PSY, einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin gerade am Überlegen, ob dein Name richtig ist oder. Oh mein Gott, ey. Alle gut bei dir? Also, Typerio PSI, oder? Ja, würde ich sagen, ne?
Was hat er denn mit Twitch zu tun? Drei Stunden live. Wärst du schon 20 Minuten am Arbeiten? Ja, warum bist du es nicht? Warum kriege ich denn Blindheit bei dir, ey? Da kommt nichts mehr raus. Bist du bei dem Mob warm? Ja, da kommt nichts mehr raus. Dort, das dauert noch. Vielleicht, weil man krank ist. Es gibt mehrere Gründe, warum man nicht arbeiten geht. Vielleicht, weil man krank ist oder weil das Auto nicht geht oder sonst irgendwas. Weil man keine Lust hat. Es gibt so viele Gründe. Ja, du hast es erfasst. Okay, du bist krank. Dann gute Besserung. Das habe ich zum Glück alles hinter mir. Was, krank? Du hast mich doch letztes Mal erst angesteckt. Und da war ich richtig abgefuckt, ey. Immer ich. Das war aber auch komisch, ey. Ich glaube, deine euer Monster-Spawner geht nicht mehr. Oh, was hast du denn schon wieder gemacht? Gar nichts. Kann man den ausschalten? Nee, ne? Hallo? Was? Kann man den ausschalten? Na, außer du drückst den Hebel vorne. Das kann sein. Als ich den Hebel gescannt habe, kann sein, dass ich, kann man den Hebel... Ne, der Hebel hat damit nichts zu tun. Ja, den Hebel habe ich gescannt. Na, da war ich nie dran. Ich gucke gerade. Ach, der hat ja keinen Power mehr. Ich denke, der hat unendlich Strom. Ich weiß nicht, was der gerade jetzt hier gemacht hat. Geh okay. Mit den Dingern nicht aus. Okay, gibt's keine Monster. Kann ich wieder gehen. Ja, ich schon, das Zeug schon. Flüssigkeitsrohr, gibt's da was? Nein. Flüssigkeitsrohr ist auch doof. Dark Tank. Der einzige Grund, den der Arbeitgeber annimmt, ist krank oder Todesfall in der Familie. Ja, nicht unbedingt. Wenn er sagt, dein Auto ist kaputt, dann sehen das die meisten auch noch ganz locker. Also du hast einen Arbeitgeber, der arbeiten. Das ist ja wohl das Mindeste, ne? Wollen nur Geld haben. Hatte ich auch schon ein paar von. Bei dir ist das so? Ne, dann tut's mir leid. Arbeite im Schnitt 10 Stunden pro Tag. Okay, das ist viel. Ein bisschen viel zu viel. Ja, ne, 10 Stunden sind Maximum, die man haben darf. Ne, ne, 11 Stunden Arbeit darfst du haben. Hä? 11 Stunden darf man haben. Ne, 10.
Meine Frau arbeitet 11 manchmal sogar. Aber gut, das ist ja. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das da so. In der Reinigung ist das, glaube ich, normal, dass man da so viel ackern muss. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Dürfen nur 10 bei mir im Beruf. Ja, so kenne ich das auch. Also wenn man auf Fabrik geht, darf man nur 10. So viel ich weiß. Ich muss mir mal die Brille machen, damit ich Aura-Noten fangen kann. Wie siehst du dadurch nur besser? Weißt du, was das Schlimme ist, ne? Unser Haus wird gestimmt von außen, ne? Ich geh gleich schlafen und die kommen. Und die machen teilweise echt verdammt viel leer. Läuft. Also wenn du weißt, dass ich morgen schlecht Laune hab, sprich mich am besten nicht an. Sprich mich nicht an. Den Stream gar nicht erst, wenn du morgen schlechte Laune hast. Doch. Hab ich schon öfter gemacht, wenn ich schlecht Laune hab, einfach streamen, das lenkt mich ein bisschen ab. Alter, ich hab solche Vollpfosten, die nur den ganzen Tag beleidigen. Wo ist eigentlich Dings denn? Keine Ahnung. Ich hab gerade gemutet. Ich hab mich gerade gewundert. Weil irgendwie hab ich heute, ich weiß nicht, heute ist das bei mir Stream top eigentlich. Ja. Ich kann mich heute gar nicht beschweren, Stream. Naja. Ja, dann kommt, dann mache ich immer Stream aus und guck mir die Wiederholung an und denke mir so, oh nein. So hast du gestreamt, aber heute geht's eigentlich. Naja. Kommen wir wieder bessere Tage. Ich hoffe es. Ich hoffe, dass man Minecraft kommt wieder langsam nach oben und. Man kriegt wieder ein paar Zuschauer. Naja, ich denke mal, es kommt auch ganz drauf an, wie man es rüberbringt, ne? Ja. Also. Ich glaube, heute war sehr gelungen für uns, oder? Naja. Wir hatten Spaß, wieder einen neuen kennengelernt. Ich glaube, da kann man nicht meckern. Nö. Einzige, vor allem bin ich endlich mal in Traumkraft weitergekommen. Nicht wie gestern, wo ich gesagt habe, ich mache Taumkraft und bin ich ein Stück vorangekommen. Ja, das ist, weil wir uns viel zu sehr mit anderen Sachen ablenken, weißt du? Ja. Ich mache auch schon wieder alles durcheinander. Ich habe mit Pani angefangen, jetzt mache ich mein Haus weiter und dann... Ja, den Problem habe ich ja auch. Ich habe mit Akkukraft angefangen, damit angefangen. Jetzt fange ich mit Traumkraft an. Das, eigentlich sind das viel zu viele Mods, weißt du? Oder man sollte gleich so anfangen und sagen, ja, ich mache erstmal Energie, dann mache ich Erzproduktion und dann mache ich Zauberei. Das Problem ist, wenn du so ein Zauber-Modpack hast, ja. Ist ja dasselbe, eigentlich habe ich mit Agrikraft angefangen, kann aber mit Agrikraft zwar weitermachen, aber um alle Erze und alles zu kriegen, muss ich allerdings dieses Mettete Corps haben. Mhm. Ich weiß, so. Was du meinst. Oh, Scheiße. Weil da kriege ich den Enderperlenblumen und sowas halt alles. So. Also wie du es machst, machst du es erstmal falsch. Warte mal, irgendwo war hier ein Schwarzwald in der Nähe. Weiß irgendjemand, wo der war? Ein Schwarzwald?
Hm? Nee, weiß ich nicht. War sogar bei dir da oben, ne? Ja, gut. Ich weiß, wo der Hexenwald ist, da muss ich auch noch hin. Die Bäume und so scannen. Ich weiß nicht, ob das ein Hexenwald ist, ich weiß, das ist ein Schwarzwald. Also in Minecraft heißt der normal Schwarzwald. Nee, das ist so ein mit weißem Gras und diesen Hexenbäumen. Massenhaft. Ach nein, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, da bin ich auch schon drüber gekommen. Nein, ich meine diesen Wald mit den Baumstämmen und wo du Schwarzeichenholz rausbekommst. Hab ich, glaube ich, nicht gesehen. Und wenn ich es gesehen habe, weiß ich gerade nicht mehr, wo das war. Ja, ich meine, das wäre da bei dir dahinter. Ja, das ist bestimmt da irgendwo. Hallo, Sie, bleiben Sie bitte stehen. Bleiben Sie stehen. Ich will Sie scannen. Richtig viel Input. Vier Abonnenten noch. Ich hab schon gesagt, kennst du das Lied von GLP? Welches? Wo ja Abonnenten singen? Nee. Ich hab mir das schon überlegt, da Follower-Sound rein zu tun, weißt du? Immer wenn ein neuer kommt, dann Abonnenten. User disconnected from your channel. Das hört sich dann wieder so abgehoben an. Auf Wiedersehen. Okay, hier bin ich falsch. Da hat er keine Lust mehr gehabt. Alter, was ist bei euch denn hier hinten eingeschlagen, Alter? Wo denn? Bei dir hinten, in weiter Richtung, weiß ich nicht, wo fliegt. Ich fliege gerade hier. Ich weiß aber nicht mehr, wo der Schwarze ist. Da unten das? Wo bist du denn da hinten beim Metroiden? Ja, genau, bei den Pilzviehungen. Der im Lava liegt? Nein, das nicht. Docker, du bist genervt. Warum? Haben wir dich abgenervt? Abgenervt vor allen Dingen. Oho. So, scharf, geh wieder hoch. Ich will nur deine Wolle scannen, also stirb. Gleich leckt der Server wieder unheimlich, warten wir. Das ist schon beim Lecken. Ja, ne? Mhm. So. Super, ich hab nichts essen dabei. Aus Hammelfleisch kann nichts gelernt werden. Aus Wolle kann auch nichts gelernt werden. Aber aus dem Danke, Zombie. War doch gar nicht nötig. Aber danke. Für Bescheid da. Wofür? Ne, mir wurde gerade im Ding gesagt, dass ich mal auf meine Hungerbalken achten soll. Wurde mir auch immer gesagt, weil ich nie drauf achte. Ich hab jetzt ehrlich nicht drauf geachtet, ich hab gedacht, ne? Oh ja, hier ist endlich Tapillon. Möchtest du auch ein schwarzes Eichenholz-Häppling haben? Ja. Nehm ich. Bring ich dir mit. Hab ich einen Baum mehr zu scannen? Es gibt Neuwahlen, Leute. Jamaika hat sich in den Haaren. Es gibt Neuwahlen. Super. Aus dem weißen Schaf kriege ich genauso viel Infos wie aus dem schwarzen Schaf. Ja,
glaube, wir müssen noch mehr Maschinen bauen. Ich brauche mehr Input. Bau dir solche Thermodinger. Ich glaube, die habe ich auch noch nicht gescannt bei dir. Wie die alle bei mir scannt jetzt, ey. Hund. Na, muss ich ja. Dass Zerali so viel gebaut hat, muss ich so viel scannen. Zerali vor allen Dingen. Ja, du hast ja nur gefarmt. Ja, genau. Ich habe die Hälfte davon alles selber gebaut. Guck dir das scheiß ML-System an. Über 5 Jahre Verbrauch. Ich kann, glaube ich, nichts mehr scannen. Mein Spiegel ist gerade verschwunden. Willst du mich verarschen? Wie kann er denn verschwinden, Mann? Den habe ich im Bilderrahmen gepackt und dann habe ich ihn wieder rausgeholt, ist er weg. Den liegt ja irgendwo in deinem Inventar, muss mal alle freien hab Sachen ich, durchgehen. Habe ich schon. Und da war der nicht? Nee. Der Spiegel mag ihn nicht mehr. Ist er ins Haus gepackt? Ja, der liegt im Haus drin. Wow. Ich suche ihn draußen. Er liegt im Haus. Gut. Ich gehe mal schnell. Von 10 Blöcken kann er auf dem Boden liegen. Ja, das hat er auch gemerkt jetzt. Ja, ich gehe mal kurz Gassi. Nein. Er geht einfach. Unverschämt. Ich bin 20. Ich weiß, man hört mir das nicht an. Das haben mir schon mehrere. Er hält mich weiblich an? Tiberio Pisa, Pisa. Danke für dein Follow. Wow. Was? Minecraft stürzt jetzt gerade schon wieder ab. Echt? Ja, ich hab schon wieder Standfeld. XD, ich kenne zwei Frauen, die haben eine tiefere Stimme als du. Ja und? Das ist halt meine Stimme. Schon auf dem Rückweg? Ja, ich weiß schon wieder mal. Aber das ist halt meine Stimme. Hallo? Was? Bist du schon auf dem Rückweg? Nee.
Ja, wie soll ich denn auf dem Rückweg sein, wenn mein Minecraft-Sieg abgehackt? Oh, ja, stimmt. Ich hab doch auch nichts gesagt. Ist doch alles gut. Ich weiß halt, dass ich mich weiblich anhöre oder. Wow. Ich schreie dich doch gar nicht an. Oh Mann. Minecraft ist gerade richtig am Abkacken. Ich glaube, meine CPU mit. Bin ich vom Server geflogen? Ja. Zeitüberschreitung. Also falls ich dich angeschreit haben sollte, tut mir leid. Guck mich nicht in diesen Ton an, sage ich immer zu meiner zukünftigen. Okay. Hab ich auch noch nicht gehört. To me. We want to me. Ich krieg Schaden, GG. Also alles, was ich jetzt baue, wird gebaut und dann gescannt. Okay. Ja, weil ich brauche die ganzen Inputs. Dark Tank. Input. Gussbecken. Input. Aber vielleicht sollten wir ehrlich öfter auf dem TS gehen, wenn wir streamen. Jo. Alleine schon, weil es weniger leckt, finde ich jetzt. Ja. Na, teilweise musst du ehrlich mal meine alten Streams angucken, Alter. Da, teilweise, ey, da bist du echt weg. Da redest du, bist weg und dann kommst du wieder. Wow. Ich mache jetzt gleich nur noch das halbe Dach fertig und dann gehe ich pennen. Ich glaube, irgendwann ist auch mal gut. Echt? Ja. Also wenn ich jetzt schon wieder überlege, dass ich jetzt über 12 Stunden. Na, nicht ganz. Ja doch, 12, 14 Stunden schon wieder wach bin. Naja. Ist um 14 Stunden schon wieder Minecraft spiele? Ja. Hey, noch zwei Follower, dann haben wir 555. Naja. Für die Leute, die gerade nichts zu tun haben, ja, ihr könnt auch mal bei Hot Game TV. Twitch, ja? Hot Game TV? Bin ich durch unten TV.
Okay. Da könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Mach und ihm gerne einen Follower da lassen. Genau, aber ich mache heute auch nicht mehr lange. Also spätestens wenn der Himmelauge geht, werde ich wohl auch aufgehen. Okay, das reicht erstmal. Wo bin ich? Wo muss ich denn wieder hin? Ich hab mir verlaufen. Warte ein. Wer ist der alte Golem? Der erste Sch... Irgendwie wollte ich alte Golem haben. Irgendwie gefällt mir dieses Twitch-Zeichen besser als wie was ich vorher hatte. Hm. Deckt es mir? Liege ich überhaupt richtig? Warte mal, wo ist denn Hottie seine Bude da? Dann müsste ich jetzt einfach nur. So? Ja, ich glaube so. Keine Ahnung. Ja, nicht ganz. Wir müssen irgendwie da hinten, genau. Warte mal, von da. Ja, genau. Aber ich glaube, so werde ich jetzt öfter streamen. Also für mich lohnt sich. Wow. Ja, okay, wer streamt denn noch um die Uhrzeit morgens, ne? Deshalb ja. So, jetzt muss ich erstmal gucken, was ich alles habe und was mir noch fehlt. So, ich habe R. Wo bist du, Hattie? An meinem Zaubertisch. Ah, da unten. Ich habe Terra. Ich habe... Du brauchst ja mal vier, ne? Hier. Und da. Du hast ein volles Inventar, ne? Jo. Warte, ich sammle das so lange wieder ein. So, ich habe zwei Plätze frei gemacht. Hinter dir. Wo? Liegt da, hier. Thank you. Da hast du wieder was zum Scannen. Ah, genau. Ich hab Grafikbug. Was ist das denn jetzt? Den Setzling kann ich nicht scannen. Was? Den Setzling kann ich nicht scannen, sag ich. Kann man den nicht scannen? Nee. Obwohl der Minecraft-Baum ist eigentlich. Ja, spätestens wenn er wächst, dann. So, Ordo? Habe ich Ordo? Ich habe Ordo. Habe ich. Hab ich Alien? Hab ich Alien? Ich hab Alien. Hab ich Auram? Auch Auram hab ich. Wenn ich ein weißes Haus habe, ne? Ja. Was mache ich denn da am besten für Dings denn? Ein Dach? Auch weiß? Würde ich ehrlich gesagt nicht machen. Na, irgendwie nicht, ne? Nee. Ich habe zu viel im Inventar. Muss mal ein paar Sachen wieder wegwerfen.
Das. Das habe ich nicht. Wie macht man das? Spiritus plus. Spiritus war der Geist. Ich doch haben, wenn es mir nicht angezeigt wird. Was? Hä? Finde ich nicht. Gibt's nicht. Den habe ich auf jeden Fall. Den habe ich auch. Den habe ich auch. Den habe ich auch. Romanus habe ich definitiv auch. Den müsste ich auch haben. Lux habe ich auch. Michetica habe ich auch. Den habe ich. Dein Sohnemann eigentlich immer noch nicht bei dir? Ne, der kommt heute wieder. Der war gestern da. Ne, ich meine nicht, ich meine kurze. Der kommt heute wieder. Der ist noch bei Oma. Und Endo. Ja. Oh mein Gott. Ja, da wird wieder. Ist wieder Party on the house. Dann schläft er heute Nacht wieder bei dir, ne? Andrew bleibt eine Woche. Ja, da. Haben Sie heute schon. Hey, wir haben doch heute Montag. Kommt er nicht immer Freitag? Ja, ja. Aus die letzte Woche Ferien. Ja, deswegen frage ich ja. Na, nur wegen den Ferien. Hä? Okay. Okay. Na, bleibt bis dann nächste Woche Montag. Nee, bis Sonntag, weil am Montag muss ich ja wieder zur Schule. Die haben doch noch eine Woche, oder nicht? Na, jetzt die Woche. Ach jo, ja. Ist, ja jetzt, ist jetzt die letzte Woche im Endeffekt. Denn dann ist wieder voll Schule. Krass, ey. Warum baue ich das eigentlich gerade hier hin? Kann mir das eigentlich jemand sagen? Keine Ahnung. Vitum habe ich auch nicht. Wie macht man den Vitum? Ich habe heute keine Lust. Fisch und den macht. Die Feder habe ich auch nicht. Obwohl, eigentlich müsste ich die haben. Alter. Ja, und Morto. Ja. Und Morto.
Karte und... Okay, ich verarbeite jetzt noch die Dinger und dann gehen... Dann... Warte, das erstmal vor. Hm. Jetzt. Leute, wäre gelogen. Also ich werde daher ganz bestimmt noch was spielen. Ich muss das Ding doch haben, ich sehe das Ding aber nicht. Suchst du schon wieder? Ich mach gerade diesen Research fertig. Aber es gibt irgendwelche Dinge, die ich nicht sehen kann, oder? Also, wenn ich sie zusammen mixe, dann sagt er mir auf jeden Fall, ich hab das Ding. Spiritus und Terra. Spiritus. Der Geist und Terra ist Erde. Da passiert gar nichts, wenn ich das zusammenmixe. So, dann fehlen mir jetzt eigentlich nur noch die bösen Sachen. Eins davon habe ich schon, sehe ich gerade. Supportmaschiniker. Och man. Das habe ich. So, nee, fangen wir damit an. Volvos und oder Volvos und oder ich weiß nicht, warum ich hier Sachen nicht zusammenmixen kann. Aber gut, vielleicht soll ich das auch gar nicht. So. Weißt du, was das Schöne ist? Hm? Ich kann mir vorstellen, dass heute noch jemand kommt und mir erzählt, hey, wie funktioniert denn dieses Buch? Kannst du mir das mal machen? Meinst du Andrew? Hm. Meinst du, er kennt sich damit nicht aus? Nein. Ja, GG. Sehr schön. Übrigens, was funktioniert ist, dass wenn du in die Kiste gehst, wo nichts angezeigt wird im Endeffekt, bei den Items, die hast du noch nicht gescannt. Okay. Schleimbälle zum Beispiel. Alter. Ich glaube, ich komme heute wieder nicht zum Schlaf. Doch, ich muss gleich schlafen. Ja, musst du schon längst schlafen. Um 11. Bei mir ist es eigentlich egal, wann ich schlafen gehe. Nur bei mir ist das im Moment Problem. Weil die hier draußen am Streichen sind. Kann das passieren, dass sie nachher Bescheid sagen, dass ich meine Jalousie hochmachen muss? Dann kann ich nicht mehr schlafen. Dann bin ich den ganzen Tag pisst. Ach, der hat den nicht angenommen, weil ich den schon gescannt habe. Dankeschön, dass du mir zuhörst. Ja, ich höre dir zu. Es kann passieren, dass die Jalousie hochmachen sollst. Keine Sorge, ich höre dir zu.
Aber keine Sorge, ich rede auch ab und zu mal mit mir selbst. Ja, das mache ich auch öfter. Doch einfach nur noch schlafen. Ich hab doch Schwarzholz gescannt. Wo wollen die denn heute kommen? Essen wir schon irgendwo? Wer? Andrew? Ah? Die wollen um 11 hier sein. Oh, ich hab viel Spaß beim Schlaf. Scheiße. Dann habe ich keinen Schlaf mehr, dann schmeißen sie mich aufs Bett. Eiskalt. Boah, Alter, 11. Dann kannst du jetzt, wenn du kommst, 3 Stunden schlafen, wenn du dich jetzt hinlegst. Ja. Yep. Und sofort einpennen. Das kann ich ja nicht. Was? Sofort einschlafen. Auch eine Stunde. Kann ich auch nicht. Circa eine Stunde, bis ich eingeschlafen bin. So, jetzt ist das Problem. Wie mache ich das jetzt hier? Ist das jetzt so alleine doof? Da ist nicht mehr hier ein Bau. User joined your channel. Oh, hi. Hallo. Hallo. So, dass ich eben einfach so gegangen bin, aber ich wollte jetzt auch nicht. War genervt, wollte jetzt nicht die schlechte Laune an euch auspassen. Alles gut, alles gut. Ja, das Einzige, was ich bei dir machen kann, Himmel, ich kann deine Kisten durchsuchen. Mit einer bestimmten Taste. Und kann gucken, ob mir da schon was angezeigt wird. Wenn mir nichts angezeigt wird, muss ich es halt noch scannen. Das geht allerdings. Ich weiß nicht. Muss man Serandi fragen. Irgendwie gab es eine Möglichkeit. Also meine ich zumindest. Was war denn das für ein Zombie mitten am Tage? Wollt ihr mich flicken? Ich will heute keiner mehr flicken. Der Zombie schon, weil der ist nicht da. Ja, die spawnt so wie die Spinner. Altler Leck wieder, ne? Ne. Doch, hab gerade Big Leck gehabt. Also bei mir gerade gar nicht. Hab Grabstein abgebaut, ist nichts rausgekommen und auf einmal war der Grabstein wieder da. Gut. Bei mir läuft alles flüssig. Ist wieder Zombie, der mich... Den habe ich nicht mehr gesehen. Aber die Elefanten sind schon wieder da. Und du mit deinem Elefanten. Ja, nicht dafür, wenn ich die ganze Zeit Elefanten höre. Egal was du rauchst, rauch weniger. Ich rauch schon verdammt wenig im Moment. Er zieht Dings, Schnee. Das finde ich nicht lustig. Das macht mich traurig. Leise rieselt der Schnee. Und Hotti hängt. Still und starr ruht der See.
Warte, vielleicht solltest du mal weniger rauchen. Was hältst du davon? Sollte ich wirklich? Ja. Ach, leck mich. Nee, das will auch keiner. Erzähl das deiner Freundin. Kein Kommentar. Dann friedelt hier gleich. Warte mal, wenn ich da jetzt... Ach, da kann ich kein Ding sehen. Kann ich meinen Zauberstab scannen? Jo. Alles klar, das Ding hat viel zu wenig Strom. Toll. Das ist ja ein Standardproblem. Meine, wer hat das Problem nicht? Damit man zu wenig Strom hat. So, dann gehe ich jetzt noch zu Endos Haus rein und guck mal, was ich da noch scannen kann. Dann gehe ich hinzu und schieße dann einen extra Reaktor ein. Jetzt sieh wie mir. Genau, müde, darf nicht schlafen. Warum darfst du nicht schlafen? Weil ein Termin immer noch, hat. Ich habe einen Termin. Ach ja, du hast ja einen Termin. Ich im bin Bit- müde, ich vergesse das da. Im Bits. Regen ist immer noch aus. Habe ich die Enderplan-Nuggets jetzt nicht gescannt? Da werden halt die Items nicht rausgezogen, ist auch in Ordnung. Jo. Gelernt werden.
eigenes Taumium-Buch scannen? Ach, habe ich schon. So, Leute. Ich fresse einen Besen. Guten Hunger. Als wenn die Energie nicht ausreicht. Die Digitalminer ist ein Stromfresser. Das. Von Hirn zu. Uhu. Zack. Und dann nehmen wir. Ich gebe ab. Ja, die sollen wir gleich mal wach, oder? Oh, nee. Ich mach hier mal... Weißt du, was ich vorhab? Ah ja. Fang gar nicht an, Mucke zu spielen. War das letzte Mal wirklich so laut? Ja. Ja, das ist halt das Problem. Da finde ich am Mischpult scheiße. Oh, Mann. Ich hab kein Spiel. Ich möchte so ein Mischpult haben, weißt du, wo ich meine Stimme so hochziehen kann. Immer wenn ich einen neuen Follower habe, ja, mache ich meine Stimme voll hochpiepsen. Nice, Stromausfall. Spielst du GTA? Nee, Big Reactor. In Minecraft. In GTA geht das auch. Habe meinen ersten Zauber gelernt. Hast du? Ach, verfickte Scheiße, Alter. Wenn genau hinsehen einfach nicht genug ist. Dieser Moment, wenn man alles im... Ja, egal, ich muss es abbauen. Das muss an den Reaktor dran. So, jetzt mache ich noch eine Notiz und dann gehe ich ins Bett. Boah, noch schwerer ging das jetzt. Noch schwerer ging das gar nicht. Du hast keine Tinte mehr. Ja, die habe ich auch im Inventar, du Trottel. So. 1, 2, 3.
Von hin zu den drei. Also Hotti, ich war nicht schon mal vor, du brauchst heute nicht vor 6 mit mir rechnen. Hm. Ach hier, der eine, ne, dieser Loser, ne? Hm. Weißt du, der hat mir heute Mittag auch geschrieben, ne? Hm. Wegen dem Sky-Projekt und so ein Scheiß, ne? Hm. Und ich meinte, ich hab zu ihm gesagt, ne, ich möchte jetzt erstmal das Projekt durchziehen, was wir hier machen. Und dann schreibt er einfach nur noch so kackendreist zurück. Ja, ich wünsche dir noch ein schönes Leben. Ja, dann halt nicht. Sag ja gerade, alles klar. Und weißt du, solche Leute wollen dann YouTuber werden. Hm, können so lassen. Man hat doch nicht 24/7 Zeit nur um Minecraft zu spielen. Man hat auch noch ein Real Life hinter. Dann ist es halt hier offen. Was? Nix. Ist jemand etwas genervt? Ja, gerade schon. Hat die dein Freund ist wieder da. Der Elefant. Den habe ich doch noch gar nicht. Super. Ich brauche verbotenes Wissen. Das habe ich noch gar nicht. Und Ordo. Das gibt es auch nicht. Hä? Irgendwas stimmt hier nicht. Habe ich jetzt auch keine Lust mehr. So Leute, in meinem Stream wünsche ich euch einen schönen guten Morgen. Aber ich gehe jetzt ins Bett. Also Leute, ciao, ciao. Ich bin Rose.